Ja, huhu und willkommen hier beim Koali. Und wir spielen heute wieder eine Runde Vampire the Masquerade V20. Und da höre ich mich selber, guck mal. Doppelton. Yeah. Immerhin funktioniert mein Mikro diesmal auf den ersten Schlag, nicht wie am Mittwoch, auf den zweiten erst. So, ja, ich begrüße euch alle im Chat und ich begrüße auch den Mischka als Jonathan Bauer. Leopardin 202 als Melina Farinadis. Ah, der Koali-Fehler, ich hatte schon wieder keinen Ton. Aber dafür haben wir jetzt Sere und Joe Ton. Sere spielt nämlich Emma Williams. Aloha. Und Joe spielt Andrews, den William, den Mortifer, den Morse. Genau. Genau so. Und ich mache auch heute voll die Zusammenfassung des vorliegenden Abends. Ich werde meine Nickelbrille zurechtrücken und Ja. dann loslegen. Der Augenblick, Siri, Eigenaugenblick. wie? Augenblick? N nein, das geht so nicht. Geht so nicht? Ja, ich wollte nur was dazwischen schieben, weil ich weiß, dass heute Abend jemand zuguckt, der bis jetzt noch keinen einzigen von unseren Streams geguckt hat. Und deswegen schiebe ich ganz kurz vorneweg, wo damit diejenige Person so halbwegs weiß, worum es geht. Also, wir sind alle Vampire hier. Also, bis auf ich bin der Storyteller, ja. Und wir befinden uns im Chicago der Neuzeit. Und unsere Vampire sind relativ neu in der Stadt, haben aber schon ziemlich viel erlebt. Was es alles ganz genau ist, das kannst du in den letzten Folgen alles gucken. Aber das aktuelle Problem unserer Vampire ist ein Werwolf-Angriff auf die Stadt. Und ja, und Sind wir auch noch online? Ich wir frage mal sind ganz online. vorsichtig. Moment, sind wir online? Bei mir sind wir online, ja. Also bei mir sind wir auf Twitch nicht online, deswegen die Frage. Bei Also bei mir mir schon. ist Koali offline. Schreibt mal was, wenn ihr Komisch. was sieht. Seht. Das würde mich jetzt. Ja, siehst du? Ich sehe den Stream laufen. Ich auch. Siri, mach, dass der Stream funktioniert. Das geht so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, so, jetzt hast du mich rausgebracht. Also, Vampire und die Stadt wird von Werwolfsangriffen heimgesucht und der Prinz der Stadt hat eine Blutjagd ausgerufen auf die Werwölfe. Das Problem ist, in der Stadt treiben ihr Unwesen auch noch zwei super alte Vampire, Menelaos, also genannt Melele und Helena. Jonathan ist ein ja, blutsgebandet mit dem alten Vampir Menelaos. Und ja, Helena hat man sonst noch nicht so großartig gesehen. Allerdings liegen die beiden im Clinch. Und unsere Vampire haben herausgefunden, dass die Werwölfe in der Stadt anscheinend doch nicht so aggressiv gegen Vampire vorgehen, wie das eigentlich so vor, also wie das vorderscheinlich den Anschein hat. Und einige Vampir-Clans, zum Beispiel die Gangrel, sind da auch sehr, 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 sehr skeptisch. Und auch Jonathans, blutsgebannter Urahn hat da irgendwie auch seine Zweifel. Andere Clans sind da viel aggressiver. Zum Beispiel die Brujah, die werden angeleitet von einem ebenfalls sehr alten Vampir, dem Dr. Critias. Und dessen Kind wurde getötet von einem Werwolf. Deswegen ist er da besonders hinterher. Werwölfe zu töten. Alle anderen bereiten sich auch darauf vor. Und gleichzeitig sind unsere Vampire noch bei einigen Clans unten durch, zum Beispiel bei den Tremere, dem ehemaligen Clan von Jonathan, und bei dem Toreador, die mit den Tremere irgendwas im Bunde führen, was auch immer das ist. Und ja. Das ist so ganz, ganz grob die Story bis jetzt. Und jetzt übergebe ich an Siri das Handy von Mortifer Morse und Mortifer Morse. Danke. Zurück ins Funkhaus. Das war meine Zusammenfassung. Moment, das stimmt doch so gar nicht. Das denkt ihr euch wohl. Nein,
Ich habe natürlich was zu sagen. Und zwar, es begab sich einst, dass wir unterwegs waren, um Dinge zu tun. Jonathan hat nämlich versucht, sich über Metallurgie und Legierungen zu informieren. Er ist ein wenig schizophren, müsst ihr wissen. Ich mache ja auch mit bei einer Charity-Veranstaltung für geistig Umnebelte und habe ihn unter meine Fittiche genommen. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass wir ja umgezogen sind, denn ich habe immer auf der Couch geschlafen und das ist kein Zustand für den Wrestling Champion of the World. Das geht nicht. Und deswegen haben wir uns eine größere Wohnung gesucht. Jeder hat ein eigenes Zimmer und ich habe auch eins. Ja, jetzt habe ich eine große weiße Wand. Ja, jetzt kann ich endlich Wrestling an der Wand gucken. Dazu brauche ich nur einen Beamer. Ein Beamer und Beamerfarbe. Wandfarbe. Denn wer möchte schon irgendeine Leinwand, wenn er seine Wand mit Farbe bepinseln kann? Ha, ich nicht. Deswegen, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass jeder ein eigenes Zimmer hat. Das sagte ich ja bereits. Und anscheinend gibt es arge Unterschiede, was das Interieur der Zimmer angeht. Denn warum auch immer ist in Melinas Zimmer nur ein Klappstuhl und ein Feldbett. Das ist doch viel zu unbequem. Viel zu unbequem, sage ich euch. Aber sie scheint sich da wohl zu fühlen in ihrem Schlafsack. Ja, ja. Und nichtsdestotrotz sind wir dann irgendwann zum Shoppen aufgebrochen und dann waren wir in dem Laden und da waren ganz viele Beamer, ganz viele und Fans von Mortevermorth. Ja, die wollten ein Selfie mit mir. Jonathan ist ein wenig schizophren, deswegen sagte ich ja schon, habe ich ihn unter meine Fittiche genommen, denn er meint, wir werden überall verfolgt und das sei keine so gute Idee, Selfies zu machen. Keine Sorge, die Leute haben gedacht, er ist ein bisschen verrückt, der gute Jonathan. Ja, ja. Da haben wir übrigens auch rausbekommen, ja, Siri und ich, dass Jonathan eine Affäre mit Melina hat. Ja, ja, das ist eine ziemlich große Neuigkeit. Auch wenn Jonathan das vielleicht ein wenig anders sehen mag und deswegen fast ausgerastet ist. Ich komme ihm auf die Schliche. Ich komme ihm auf die Schliche. Naja, in der Zwischenzeit hat Melina auch noch davon erzählt, dass ihr Kontakt in Jaga nicht mehr in der Stadt ist. Ja, ja. Warum auch immer. Ja, sie hat sie nämlich nicht im Haus vorgefunden, wo sie eigentlich sein sollte. Naja, Jonathan und Melina wollten aber nochmal nachgucken und deswegen hat er ein wenig geausbext. Geausbext? Was auch immer das ist. Das weiß ich natürlich nicht als Mensch, wie auch. Nun gut, da Jonathan ja ein wenig schizophren und verrückt ist, also ich sage euch, er ist ein geborener Malkavianer, er weiß es nur noch nicht, ist es so, dass er meinen schönen Beamer auseinandernehmen wollte, um ihn auf Wanzen zu untersuchen. Denn es könnte ja sein, dass uns irgendjemand verfolgt. Ich glaube zwar nicht dran, aber okay, wir lassen ihm seinen Spaß. Naja. Wie dem auch sei. Nachdem er auch seine Silberfarbe bestellt hat, die in einigen Wochen vielleicht bei uns ankommt, sollten wir da noch leben, ist es so, dass wir eigentlich die ganze Zeit damit verbracht haben, also Jonathan hat die Zeit damit verbracht, Portias Zimmer zu durchwühlen. Ja, ich sag ja, er ist ein wenig verrückt. Naja. Portia ist der junge Vampir, auf den ihr aufpassen müsst, ja. Hm. Genau, das ist die Tochter von Emma. Ja, ja, ja. Und von Jonathan, der eine Affäre mit Melina hatte, falls ihr das noch nicht wusstet. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat Jonathan das Zimmer durchsucht und zwei Zeichen gefunden. Also eigentlich hat er nicht die Zeichen gefunden, sondern ein Blatt Papier, auf welchem die Zeichen drauf standen. Und zwar war das ein auf den Kopf gedrehtes Kreuz, das statt Querbalken einen Kreis hat. Und eine Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Wenn das nicht verrückt ist, dann weiß ich es auch nicht. Wer beißt sich schon selber in den Schwanz? Hm?
Ja, nun, das war ein umgedrehtes Ankh. Ja. Ja. Das steht hier aber nicht. Tja. Und fotografiert habe ich es auch nicht. Ja, dann das nächste Mal präzisere Anweisungen, dann kann ich sie auch weitergeben. Naja, außerdem die Stimme aus dem Off. Ruhe, Siri, ich rede. Ja, dann bist du ruhig. Ja, ja, dann schalte ich dich aus. Wie dem auch sei, Jonathan hat dann in diesem Zuge auch gleich Emma und William, also meine Person, aufgeklärt, dass er denkt, dass Portia irgendeine alte Vampirin ist, dessen Name jetzt entfallen ist. Ich, ist ja nicht so. Helena, genau. Ha, sie hieß Helena. Ja, auf jeden Fall glaube ich das nicht. Und Emma glaubt das auch nicht. Ich meine, was ist denn das für eine Theorie? Ich sag ja, er ist ein wenig verrückt, der gute Mann. Naja, dann haben wir aber gedacht, okay, wir sollten klug sein. Wir sollten mal gucken, was in Jagas Haus so vor sich geht. Und sind dann dahin gefahren. Und dort hat sich dann wieder ergeben, dass Jonathan tatsächlich ein wenig verrückt ist, denn er redet mit Türen und Spiegeln. Ja, der gute Mann. Die Tür wusste übrigens nicht, dass sie kaputt ist, aber sie wusste zumindest, dass sie eine Tür ist. Ja, genau. Im Spiegel hat er dann einen Kampf gesehen zwischen zwei männlichen Gestalten, wobei er sich mir nicht ganz erschließt, wo er weiß, dass es zwei männliche Gestalten sind, denn es waren ja nur Silhouetten, aber okay. Der eine hat den anderen mit einer Axt, einem Haumesser oder sonstigem geköpft und der ist dann zu Asche zerfallen. Ja. Im Wohnzimmer, wo die Umzugskartons standen, also zurück in der Wohnung, räumt jemand mit schwarzem Kapuzenpulli die Kartons weg. Und wir fragen uns, ob das die Typen sind, die wir beim Lagerhaus, also schaut die letzte oder vorletzte Folge, ob das die Typen sind, die wir da getroffen haben. Zusätzlich haben wir alle noch eine Nachricht bekommen mit einem Video einer grünlich hageren Person mit dicken Hauern im Gesicht. Ich würde sagen, das ist ein Ork. Sie steht in Siegerpose über einem stark behaarten Menschen und das ganze Video ist versehen mit der Anschrift vom Succubus Club. Ja, wir sind ja nicht doof, ne? Wir entschließen uns natürlich, die Ablenkung zu nutzen und rauszubekommen, was sich hinter der Adresse verbirgt, die auf Portias Zettel zusätzlich noch drauf stand. Ja, und ich glaube, da sind wir dann ausgestiegen. Ja, und alles Weitere erzählt euch jetzt der Storyteller. Tschüss. Ja, danke für diese malkavianische Zusammenfassung, die bestimmt Erstseher jetzt total verwirrt hat. Aber gut, muss man mit leben, wenn man einen Malkavianer hat. Gut, ja. Ihr wart als Gruppe zusammen und hattet jetzt mehrere Möglichkeiten, nachdem ihr von dem Haus des Gangrel-Primogens in Jaga, das völlig zerstört, kaputt und mit etlichen Aschehaufen übersät war, ja, jetzt irgendwie losgefahren seid. Entweder ihr folgt der Handynachricht, die ihr bekommen habt, die auf den Succubus-Club weist und die ich nenne es mal jetzt wirklich Ork, Ork zeigt, der auf einem gefesselten Werwolf steht und mit der Unterschrift betitelt ist, wir haben einen. Oder ihr sucht die Adresse auf, die Jonathan gefunden hat. Die gar nicht so weit weg vom Succubus-Club ist. Ich dachte, wir hätten uns schon geeinigt, dass wir zu der Adresse fahren. Ja, ich wollte es nur noch mal sicher gehen. Nice try, Game Master. Mir ist es doch Wurst, wo ihr hingeht. Scheiße, Don Julio. I need toilet paper for my butthole. Richtig, ganz genau. Gut, haben wir alles, wollen wir losfahren oder... Ja, dafür. Wenn William endlich mal aufhören würde, mit Siri zu reden und einsteigen würde, könnten wir auch losfahren. Ich rede überhaupt nicht mehr mit Siri, denn Siri ist beleidigt. Warum? Kein Wunder, wenn du ihr sagst, sie soll die Gusche halten.
Naja, aber wenn sie ständig dazwischen redet, wenn der Wrestling Champion of the World spricht. Warum fasst du denn etwas zusammen, was wir gerade erst erlebt haben? Na, ganz einfach, damit meine Fans Bescheid wissen. Mach das auf Instagram. Ja, ich schließlich streame ich hier teilweise live auf Twitch. Jonathan, haha, hast du das schon mal gesehen? Jonathan guckt einfach zur Seite, dreht sich rum, geht weg. Hab ich nicht gesagt, dass wir beobachtet werden und du streamst auf Twitch? Bist du wahnsinnig? Jonathan, jetzt ganz ehrlich, wer sollte schon uns verfolgen wollen? Ja? Die Leute in dem Lagerhaus, die Kaiserin, die anderen, die uns nicht leiden können, die Helena, falls, was weiß ich wer. Aber wenn du doch sagst, dass, und ich gucke mich um, Portia Helena ist, ich glaube nicht, dass sie Twitch guckt. Sie ist doch gerade unterwegs einkaufen. Aber okay, wenn es nicht beruhigt, dann mache ich eben den Stream aus. Kriegt ein Danke. Sie kriegt ein Danke? Nein, vielleicht hat sie deinen Kanal abonniert und kriegt eine Meldung, wenn du on air gehst, und danke fürs Ausschalten. Mal ganz davon abgesehen, dass es sowieso eine super Idee ist, vampirgesellschaftliche Inhalte auf Twitch zu streamen. Das steht auf einem anderen Zettel. Es gibt da so ein Maskeradebruchgebot, aber... Moment, wir haben ja nichts gemacht. Ich meine, ich streame ja nicht als Vampir, ich streame als Mortifer Mors, Wrestling Champion of the World. Schon da. Naja, ich notiere mir das mal. Und ihr fahrt los. Und fahrt gar nicht mal so, also quer durch die Stadt. Jagers Haus ist ja am Stadtrand. Und wieder in die Mitte der Stadt, wo der Succubus-Club ist. Und 3 Blocks weiter ist die Adresse. Das ist ein Geschäftsgebäude. Kein Hochhaus, also ist schon ein höheres Haus mit 5 Stockwerken, aber jetzt nicht so groß wie die restlichen Gebäude, die ihr schon hier in der Stadt gesehen habt. Eigentlich nur Büros, soweit man das von draußen beurteilen kann. Mehrere Versicherungsfirmen, die hier untergebracht sind. Was sollte sie in so einem Ort wollen? Wer weiß, was drin ist? Vielleicht ist das so ein Innentreffen für Modeklamotten verkauft. Ich war auch schon mal auf so einem. Kann an den komischen Orten sein. So ein Pop-Up-Verkauf, weißt du? Das ist richtig. Wir können ja mal nachschauen. Ja, dann gehe ich mal vor und gucke, ob die Tür offen ist. Nein, ist geschlossen, es ist mitten in der Nacht. Ja, richtig. Habe ich mir schon gedacht. Aber wenn Portia ja die Adresse hat, muss ja in der Nacht irgendetwas hier sein, weil sie ist ja auch nur nachts aktiv, hoffe ich. Ja, Briefkästen und Klingeln oder so, da stehen nur Versicherungsnamen drauf, oder? Ja. Nun gehen wir mal ums Gebäude drumherum. Vielleicht finden wir einen Hintereingang oder so. Ja, gibt es Seiten- und Hintereingänge, aber die sind auch verschlossen. Guck mal, ob ich irgendwo eins der beiden Symbole an irgendeiner Tür oder auf irgendeiner Klingel oder sonst irgendwo finde. Beim Stein im Boden, den man drehen kann. Und nein, gut. Ja,
Jonathan verhält sich wie ein Trüffelschwein. Er versucht, den kleinsten Hinweis, dreht jeden Stein um, rüttelt an jedem Ziegel an der Wand, an dem er vorbeiläuft, ob da eigentlich irgendwo ein versteckter Schalter ist. Und ja, nein. Also nur mal angenommen, Portia wäre Helena. Und Helena will gegen uns agieren. Meinst du dann echt, sie lässt so einen Zettel für alle offensichtlich rumliegen, wenn der doch so wichtig ist? Naja, offensichtlich lag er nicht. Er hat das Zimmer ja ganz gründlich durchsucht. Ich wollte sie ja, dass wir ihn finden und wollte uns hierher locken, um uns eine Falle zu stellen. Aber wir sind schlauer. Wir sind so schlau, dass wir den Eingang nicht finden? Ich arbeite dran. Vielleicht gibt's. Ich will ja nicht sagen, Jonathan, aber du verhältst dich echt verrückt. Warum? Und wenn er das sagt? Er weiß, wovon er redet. Das ist schon klar. Was soll das denn heißen? Denkt ihr etwa, ich sei verrückt oder so? Wir wissen es. Das kommt nicht von uns, das hat Siri gesagt. Ja, deswegen ist Siri auch aus. Okay. Verstehe. Das ist ein Hochhaus, hast du gesagt, ne? 5 Stockwerke. Feuerleiter? Gibt's, ja. Ja, dann William, würdest du bitte? Was würde ich bitte? Die Feuerleiter runterziehen. Aber selbstverständlich. Ja, ich gucke mal, dass ich die Feuerleiter erreiche. Ja, soll dir gelingen. Ja, dann ziehe ich die Feuerleiter runter. Kommt sie nach unten. Bitteschön. Danke. Na, gehe ich mal die Feuerleiter nach oben und guck mal an die Fenster, wo wir dran vorbeikommen. Guck mal rein. Guck mal, ob die Hochschiebfenster sind oder wirkliche Fenster. Ja, wirkliche Fenster, wie es hier in Europa gibt, gibt es da garantiert nicht. Die werden so zum Hochschieben sein. Aber die sind alle. Super neuestes Hightech-Gebäude, aber Hochschiebfenster. Yay, das ist Amerika. Ja, ja, das stimmt gar nicht. Oh, wie gut. Amerika haben diese Klappfenster gar nicht. Ich kenne das nicht. Keine Ahnung. Soweit ich informiert bin. Vielleicht gucken gerade Amerikaner zu, die mich jetzt sagen, nein, natürlich haben wir sowas. Aber ich meine nicht. Ja, dann schauen wir, ob wir nochmal eine Etage höher. Und ja, der Chris meint gerade schon, dass es der Chris aus dem Chat ist quasi gerade dein internes Radar. Könnte ja sein, dass jemand rausguckt gerade, dann wirst du gesehen. Was machst du mitten dann in der Nacht? Naja. Dann klopfe ich. Okay. Also nur unter uns hier unten. Wenn noch irgendjemand sagt, dass ich mich seltsam verhalte, sollte er das da anschauen. Ja, dann hole ich mein Handy raus und will die Nummer von Jonathan. Jonathan schleicht gerade so an das nächste Fenster, guckt so ganz und dann macht so die, die. Was Jonathan Bauer? Jonathan? Und? Schon was entdeckt? Ich schau runter, ich schau hoch, ich schau runter, ich schau hoch. William, warum kommst du nicht hoch und fragst mich einfach? Da müsste ich ja die ganzen Stufen rauf. Das ist doch viel einfacher so. Das und nein, noch nichts entdeckt. Ich suche ein offenes Fenster. Und was machst du dann? Dann gehe ich rein. Aber ist das nicht Einbruch? Wenn du mitkommst, ist es ein Zweibruch. Ja und?
Naja, und wenn du runterfällst, dann ist es eventuell ein Beinbruch. Der war gut, oder? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aber hier unten ist die Luft rein. Das ist super. Hier oben auch noch. Glaube ich. Hm. Na, dann sei vorsichtig. Nicht, dass du gesehen wirst. Ich hoffe, dass mich jemand sieht, dann kann ich fragen. Na, meinst du nicht, dass es ein bisschen seltsam ist, wenn du am Fenster hinten anklopfst und fragst? Vor allen Dingen, was willst du fragen? Dass wir von Portia hergeschickt werden. Und was ist, wenn die alle Portia überhaupt nicht kennen? Dann ist alles gut und wir können nach Hause fahren. Wenn die dann sagen, oh, Lady Portia, beziehungsweise Lady Helena, die normalerweise den Decknamen Lady Portia benutzt. Natürlich kommen sie doch rein, wir haben das Blutbad schon vorbereitet. Dann wissen wir, was los ist. Ich verleihe die Augen. Jetzt dreht er ganz ab. Ich möchte ja nichts sagen, aber glaubst du, die sind so dumm? Und? Ganze Sätze, bitte nicht das Pronoun-Game spielen. Du hast jetzt nicht in einem ganzen Satz geantwortet. Ich fragte, glaubst du etwa, sie sind so dumm? Dass sie das so sagen? Ja, natürlich. Wenn, weiß ich nicht. Ich weiß sind ja nicht, die Bösen, die sind immer dumm. Also, Jonathan, du wirst immer seltsamer. Die Stadt macht mich seltsam. Ich schau mal zum Linda ab. Wollen wir das jetzt so hinnehmen? Ich bin hin und her gerissen. Also einmal bin ich von dieser Interaktion gerade sehr amüsiert. Zum anderen würde ich tatsächlich gerne wissen, was sich hinter diesem ominösen Adresszettel verbirgt und was sich hier stattfindet. Andererseits scheint das jetzt hier nicht so richtig zielführend zu sein. Ich meine, du siehst, was Jonathan da macht und ich meine, dass Jonathan das, ich glaube, er ist für diese Aufgabe nicht der Richtige. Ich lasse mich mal auf euer Spielchen ein. Portia ist Helena, die will uns Böses, will uns an den Kragen, weil wir mit Minele zusammengearbeitet haben. Und hier an dieser Adresse ist quasi ihr Hauptquartier. Du lässt gerade Jonathan da hoch und er telefoniert mit William. Ihr habt die Lage erkannt, das finde ich gut. Ah ja, ja, es ist alles gut. Ich werde dich bei Gelegenheit darauf hinweisen. Ich soll also, klettere die Leiter hinter Jonathan hoch. Also Jonathan, ich glaube Melina kommt zu Hilfe. Ich meine, ganz davon ab, dass du da oben eh keine Chance hättest, aber egal. Keine Chance hättest zu was? Naja, zum Blutbad. Ah. Da hast du denn jetzt schon jemanden getroffen? Ich habe noch nichts gehört und nichts gesehen. Warum schlägst du nicht einfach eine Scheibe ein? Oder weil bittest sie aufzugehen? Ich kann nicht mit Scheiben reden, im Gegensatz zu dir. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe nicht mit Türen geredet. Ich wusste nicht, dass man nicht mit Scheiben reden kann, aber mit Türen. Das ist was anderes, ja. Nein, ich kann... Nee, lassen wir das. So ein Gebäude ist bestimmt mit einem Alarm gesichert. Wenn wir hier eindringen wollen mit Gewalt, ich dachte, man könnte es auf dem humanistischen Weg versuchen. Dann müssen wir erst das Alarmsystem ausschalten. Soll ich mal gucken, ob hier unten irgendwo ein Sicherungskasten ist? Das habe ich in Filmen gesehen. Dann schneide ich den roten Draht durch. Dann explodiert das Haus? Nein, weil in den Filmen, wenn der rote Draht durchgeschnitten wird, ist dann der Timer auf einer Sekunde und dann ist der Held derjenige, der den Draht durchgeschnitten hat und alle anderen sind gerettet. Ja, aber warum sollte eine Alarmanlage einen Timer haben? Naja, weil zum Beispiel nur nachts die Alarmanlage eingeschaltet ist und tagsüber nicht. Hä?
Helligkeitssensoren. Der letzte, der rausgeht, macht das Licht aus und die Alarmanlage an. Das geht auch, aber das weiß man nicht. Ja, also wenn ich ganz oben war, sehen irgendwo jemand, taxi ich nochmal runter. Unterwegs fange ich Melina ab. Okay, also es ist niemand zu sehen. Wenn wir hier rein wollen, würde ich sagen, Alarmanlage ausschalten und irgendwo einbrechen. Vorzugsweise im Erdgeschoss. Wegen Flucht und so. Ich werde ignoriert. Warum werde ich ignoriert? Nein, bist du gar nicht. Ich rufe wieder William an. Warum ignoriert sie mich? Ich habe vergessen, auf meinen Push-to-Talk-Knopf zu drücken. Ach so, alles klar. Sie ignoriert dich nicht. Sie hat vergessen, auf ihren Push-to-Talk-Knopf zu drücken. Das kann jedem mal passieren. Ja, scheiße, wa? Ich würde gerne trotzdem gleich nochmal irgendwie bis zum Dach hoch und gucken, ob man da nicht irgendwie reinkommt. Weil also geht die bis aufs Dach, die Feuerleiter? Das nee, nicht ganz. Ja, dann kletter ich da hoch. Die wird ja mindestens bis zur obersten Wohnungsreihe kommen und dann ist es ja nicht mehr so weit bis aufs Dach. Das teilst du auch mit so, oder? Ich sage dir, Jonathan, ich möchte noch bis aufs Dach hoch. Oh ja, dann ist eine gute Idee. Vielleicht ist der Alarmkasten ja auch auf dem Dach, sonst wäre er ja von unten zu einfach zu erreichen. Ich komme mal mit. Runter, hoch. Na gut. Aber das macht fit, das schadet Jonathan ja kein Stück, ne? Nee. Das macht auch kein Stück fit. Das streckt ihn auch kein Stück an. Ihr seid tot. Hm? What the fuck? nur weil ich mir Sorgen um die Leute da oben mache, von denen ich mittlerweile glaube, dass sie noch verrückter sind als William, halte ich mal unten Ausschau, ob auch keiner kommt und die in den Knast verfrachten möchte. Ja, eine kleine Ratte schaut dich hinter so einer großen Mülltonne irgendwie so an wie, das ist mein Revier. Fiep, fiep. Ja, so riecht es hier in der Seitengasse auch. Emma, was machst du da? Dieses Ding da soll verschwinden, wie widerlich. Das ist eine Ratte. Danke für die Aufklärung, sie soll verschwinden. Ob du es glaubst oder nicht, diese kleine süße Ratte hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Dann würde sie doch auf meinen Kschsch verschwinden, oder nicht? Nicht unbedingt. Sie bleckt gerade ihre Zähne. Ja, die sieht voll ängstlich aus. Naja, pass auf. Vielleicht hast du sie auch gerade provoziert. Vielleicht hast du sie ja gerade, keine Ahnung, stinkende kleine Ratte genannt oder so. Das wäre dann auch beabsichtigt gewesen. Na, da darfst du dich aber nicht wundern, wenn sie dich angreifen möchte. Sie möchte mich angreifen? Tu was! Und ich schieb ihn vor mich. Gott. Liebe kleine Ratte. Man gebe den Spielern ein verschlossenes Haus und eine Ratte, die davor sitzt und wir habt Spaß. Ja. Bitte, mach mal ganz mit. Ruhig. Ratti. Ja, du heißt doch Ratti, oder? Bestimmt. Bestimmt heißt du Ratti. Ich gebe dir einen Rat. Verschwinde, sonst muss ich leider einen Backsuplex mit dir machen und das bekommt ihr nicht gut. Ich stelle gerade den Backsuplex mit einer Ratte vor. Ja. Quiek. Kommt es aus der Ecke. Siehst du, sie versteht mich. Sie sagt, sie geht jetzt weg. Sie hat nur was zu fressen gesucht. Geht sie wirklich weg? Sie sitzt unter der Mülltonne. Sie hat dich verarscht, sie geht nicht weg. Doch, sie geht gleich weg. Das ist wie bei McDrive, man braucht ein wenig länger. Siri, rufe Jonathan an. Jonathan Bauer? Jonathan?
Was glaubst du, wie lange braucht eine Ratte, die unter einer Mülltonne sitzt, um ihre Nahrung zu suchen? Okay, Kontext. Ist es eine... Reden wir von einer Ratte bei einer Mülltonne bei euch? Oder ist es eine rein hypothetische Frage? Dann würde ich fragen, welche Rattengattung in welcher Stadt? Warte, ich frage sie mal. Sag mal, Ratte, welche Rattengattung bist du in Chicago? Also eine Ratte bei euch, danke. Woher weißt du das? Ja, wenn du sie fragst, du bist jetzt gerade in Chicago, dort unten, wenn du... Nein, ich mach mal. Aber du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Wie lange braucht sie? Es kommt darauf an, wie viel Nahrung unter der Mülltonne ist. Also sie hat mir gesagt, gerade eben, als ich mit ihr gesprochen habe, dass sie geht. Emma hat Angst vor ihr. Soll ich Emma hochschicken zu euch? Ja, oder tritt die Ratte tot? Ich habe keine Ahnung. Die Ratte tot treten? Du bist grausam. Emma, du sollst bitte unbedingt ganz schnell zu Jonathan und Melina kommen. Die brauchen dich. Ich rette dir dein Leben, Ratte. Die, rostige, dreckige Leiter hoch. Los. Ew. Warum habe ich ausgerechnet heute meine Handschuhe nicht mit? Ja, ich kletter angewidert nach oben. Jonathan, sie kommt jetzt hoch. Ja, man hört es von unten. Ich halte hier unten Wache. Danke für die Information, William. Ich sehe es und höre es. Sehr gern, sehr gern. Bis später. Ich lege auf. Ich stelle mein Handy auf lautlos. Information. Steck's wieder ein. Ja. Oben angekommen. Melina, du musst klettern, ne? Muss ich. Kann dir mit Räuberleiter helfen. Oder Jonathan Leiter, was dir lieber ist. Jonathan Leiter. Ja, dann mach mal einen Dexterity und für Klettern würde ich mal sagen. Ja, nehmen wir denn da? Survival? Nein. Was hättest du denn genommen? Ah, Athletics geht auch, ja, was du besser hast. Ich habe den falschen Würfelbefehl eingegeben. Moment. Deine Makros wollte ja keiner. Die sind auch schlecht, weil die zeigen die einzelnen Würfel nicht an. Ich weiß nicht, wie Makros. Aber die Würfel liegen doch auf dem Feld. Ich sehe trotzdem die einzelnen Würfel nicht, in welcher Reihenfolge die wie kommen. Okay. Ja, für jetzt, für hier ist es egal, aber... Gelobe besser. Für später. Oh, jede Menge Würfel fliegen. Sehr schön, ja. Das sieht gut aus. Wie eine Katze, ganz gewandt, schwingt sich Melina die Wand hoch auf das Dach. Leicht schräges Dach. Dachschindeln. Antennen. Kamin. Ach, das ist gar nicht so ein typisches Hochhaus-Flachdach, wo man sich noch aufhalten kann. Das ist ja auch kein richtiges Hochhaus. Das ist ja nur ein fünfstöckiges Gebäude. Na gut. Ein offenes Dachfenster. Nein. Tut mir leid. So ein Ärger. Ja, dann kletter ich wieder runter. Dann habe ich das falsch verstanden, wie das Gebäude aussieht. In meinem Kopf war das ganz anders.
kommst wieder unten an bei Jonathan und Emma kommt gerade von unten hochgelaufen. Steht ihr jetzt auf der obersten Etage der Feuerleiter? Na, Melina, was gefunden? Nee. Keine offenen Fenster auf dem Dach. Wofür braucht ihr mich? Hast du eine Idee, wo die Alarmanlage sein könnte? Bin ich jetzt ein Alarmanlagenprofi? Meine ist immer, also zumindest zum Ausschalten, direkt neben der Eingangstür. Das ist eine gute Idee. Sollten wir danach schauen. Ja. Siehst du? Damit bist du offiziell der Alarmanlagenprofi. Und das hätte man nicht per Telefon klären können, weil dafür müssen wir jetzt wieder nach ganz unten. Das müssen wir doch sowieso. Oder sollen wir William anrufen? Bleiben können? Sollen wir William anrufen und sagen, er... Wer hat gesagt, dass du hier hochkommen sollst? Du hättest da unten warten können. Oh, oh, yeah, ihr habt gesagt, dass ich nach oben kommen soll. Ja, einmal Selbstbeherrschung bitte für Emma. Das sieht gut aus. Nein, kein Botsch. Voll krass selbstbeherrscht. Also? Ja. Also was? William hat gesagt, dass ihr meintet, ich soll nach oben kommen. Wenn William das gesagt hat, wird er auch seinen Grund dafür gehabt haben. Ich schaue nach unten, ich schaue die anderen beiden an. Also so soll das heißen, ihr habt das nicht gesagt? Also er erzählte irgendetwas von einer Ratte. Ja. Ich gehe jetzt runter. Ich kletter nach unten. Komm hinterher. Ja, steht unten William vor der Mütterne. Wahrscheinlich. So, Ratti, jetzt geh lieber, bevor die anderen wiederkommen, nicht, dass du noch zerquetscht wirst. Wenn du ich zerquetsche hier jemand ganz anderen als diese Ratte. Bitte? Was? Wo? Oh, sie sind wieder da! Schnell! Die Ratte trollt sich. Du hast mich angelogen und ich tippe ihm dabei immer auf die Brust mit dem Finger. Also angelogen ist eine sehr schwere Anschuldigung. Und sie ist wahr. Naja, wahr oder unwahr? Das heißt, dein Beamer bleibt für eine Woche hinter verschlossenen Riegeln. Bitte? Mein Jonathan, klär sie auf. Können wir das klären, wenn wir in dem Haus waren und wieder zu Hause sind? Ich meine, du warst doch gerade oben. Warum bist du nicht einfach oben durchs Fenster ins Haus? Weil das Haus vielleicht eine Alarmanlage hat, William. Und ja, und ich hatte dir angeboten, die Alarmanlage hier unten zu suchen. Da sagtest du, nein, sie ist bestimmt oben. Ich war nicht der Alarmanlagenexperte, deswegen habe ich Emma als Alarmanlagenexpertin gefragt und sie sagte, meine ist an der Eingangstür. Also gehen wir jetzt an der Eingangstür gucken. Außerdem brauchten wir dich an der Feuerleiter, um zu gucken, dass niemand kommt. Also bis auf die Ratte ist hier niemand erschienen. Das ist doch wunderbar. Dann können wir jetzt alle zusammen zur Eingangstür gehen. Also nicht, dass du denkst, die Ratte hätte uns auch spioniert oder so. Können Ratten auch spionieren? Jonathan? Melina? Geht sowas? Also, theoretisch könnten die Chips einplantiert haben, mit denen man sie orten kann. Ob sie jetzt spionieren können? Seine Wanze dabei haben? Theoretisch schon. Na, dann hoffen wir mal, dass keine Wanze in der Ratte drin war.
Ich habe mal von einem Nosferatu gehört, der als gegulte Vertrautentiere 3 Ratten hatte. Aber, naja. Vielleicht ist es auch nur eine Urban Legend. Siehst du? Schon. Ich guck mal, ob hier außen am Gebäude Kameras sind. Ja. Die haben uns wahrscheinlich auch aufgenommen, als wir die Feuerleiter hoch sind. Höchstwahrscheinlich. Okay, wir müssen auf jeden Fall rein, müssen die Kameras und deaktivieren die Bänder löschen oder mitnehmen. Ja, dann los, hopp, hopp. Ich halte Wache. Gut, ja, dann gehe ich mal zur Eingangstür und suche mal den Kartenleser für die Alarmanlage. Nur als Tipp. Ja. Ich als Profi eines Alarmanlagen-Universums, man braucht einen Code. Es gibt einen Alarm. Es gibt ein Alarmanlagen-Universum? Nein, ich bin auch kein Profi für Alarmanlagen. Aber, ja, das mit dem Code. Ich weiß nur, die Alarmanlagen, die ich bisher bedient habe, die brauchten einen Code. Und den hat man üblicherweise nicht jedem verraten und im besten Falle auch nicht 1, 2, 3, 4 genommen. Also könnte es für uns durchaus schwierig werden, diesen Code herauszubekommen, bevor hier die Alarmanlage alles in Alarmbereitschaft versetzt. Ganz ruhig. Kriege ich hin. Vertrau mir einfach mal. Ich weiß, das fällt im Moment ein bisschen schwer immer, aber kriege ich hin. William, fahr schon mal den Wagen vor. Ja, ist da irgendwo ein Code-Ding neben der Tür? Nein. Kann ich mich daran erinnern, dass eines dieser Code-Dinger in irgendwelchen Seitentüren war? Nein. Also, da ist keins. Du kannst dich daran erinnern, dass da keins ist. Hat die Tür einen Schlüssel, ein Schloss? Ja, natürlich. Ein Buntbartschloss oder ein Profilzylinderschloss? Also mit einem Sicherheitsschlüssel oder so ein alter, ne, ich mach ein großes neues Schloss mit dem. Ja. Gut, dann. Verdammt. Achso, ne, wir würfeln den Roll 20. Dann erklärt, warum ich keine Würfel ausgepackt habe. Befrage ich mal das Schloss. Was ist denn, wie der Schlüssel von ihm aufgebaut ist? Mhm. Gnarf. Das Schloss redet nicht mit mir. Ist ja auch ein Schloss. Es hat ja auch die Aufgabe, Leute rauszuhalten. Ist ganz schön hartnäckig, das Schloss. Gut, dann Trick Nummer 2. Suche ich eine Cola-Dose oder halt irgendwas, was rumfliegt, außen aus Blech ist. Mhm. Mein Taschenmesser raus, schneide da quasi so dünne Scheibe raus, stecke die in das Schloss, ziehe das wieder raus und gucke, wo die Abdrücke von den Profilzylinder-Pins sind und lasse so einen Schlüssel erscheinen. Stecke den in das Schloss und öffne das Schloss. Mhm. Ist die unelegantere, aber ja, gangbare Methode. So, ich habe. Nee. Stimmt das? Ja, das stimmt. Hier! Der Schlüssel ist da. Das muss nur der Meister entscheiden, ob er passt. Mach doch mal ein Larceny und Dexterity-Wurf. Larceny? Mhm. Ha, da ist Larceny. Das wird unspannend. Schwierigkeit 6? Ja. Ja, der Schlüssel passt, weil er hast ihn ja dann, aber irgendwie irgendwas funktioniert nicht. Du kannst ihn nicht drehen. Ja. Jonathan sieht aus, als wenn er angestrengt nachdenkt. Ich gucke mal, ob da eine Fußmatte vor der Tür liegt.
Ja, liegt eine Fußmatte, die ist so eingemauert die in die. In, also so eine. Achso. Ja. Also kann jemand hochheben. Ist ja Versicherungsgebäude. Nee, kannst du nicht hochheben. Nee. Hm. Gut. Gut, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Zumindest so nicht. Vorschläge? Ich murmel in meinem Bart. Vertrau mir, Emma. Ich krieg das hin, Emma. Die Genugtuung lasse ich dir. Wusa. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns dann erstmal um die offensichtlicheren Dinge kümmern und zu dem Club fahren. Ich meine, da wurde gerade ein Werwolf, den wir eigentlich als gut definiert haben, festgenommen von etwas, was wir überhaupt nicht kennen. Einem Ork. Kenne ich nicht. Das hat zumindest William gesagt. Ich weiß auch nicht, was ein Ork ist. Ich bin kein Nerd. Also, du hast noch nie WoW gespielt? Was ist WoW? Das ist ein verdammt gutes Computerspiel. Da kann man alles Mögliche spielen. Ich spiele immer einen Gnom. Mit pinken Haaren. Es ist selbstverständlich. Und ich habe ein Transmogrationsset. Das ist bauchfrei. Ein was für ein Set? Na, Mode. Mode. Ich möchte nicht wissen, wie du mit bauchfrei aussiehst. Och, also. Und pinken Haaren. Ich glaube, die pinken Haare sind das Schlimmste. Also bauchfrei könnte ihn gerade noch... Also es sieht wahrscheinlich albern aus, aber der Bauch von William kann sich sehen lassen. Das mag ja sein, aber wie albern sehen denn bitte schön Männer in bauchfrei aus? Und ja, ich bin da nicht genderneutral. Naja, wie dem auch sei. Wollt ihr jetzt einsteigen? Na gut. Beim Weggehen gucke ich noch mal, ob irgendwo ein Schild steht. Privatgrundstück betreten verboten. Zur Wiederhandlung wird verfolgt. Gut. Wir haben jetzt nichts gemacht, außer einem komischen Schlüssel in ein Schlüsselloch gesteckt und die Feuerleiter war mal hoch und runter gelaufen. Ganz genau. Und einer ist aufs Dach geklettert. Aber sonst. Beschädigt. Und daher ist gut. Wo soll es jetzt hingehen? Zum Succubus Club. Okay. Können wir losfahren? Sind alle drin? Ja. Sehr gut. Dann gebe ich Gas. Gut, dann fahrt ihr zum Succubus Club. Da ist ausnahmsweise mal keine Warteschlange vor der Tür. Auch der Türsteher ist mal wieder nicht zu sehen. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass eine vampirische Versammlung drin stattfindet. Oder dass der Club einfach nur geschlossen ist. Das könnte natürlich auch sein. Um die Uhrzeit ist aber das Geschlossen eher unwahrscheinlich. Richtig. Jonathan? Ja, bitte? Was ist, wenn wir hier drin die Kaiserin treffen? Was soll dann sein? Das ist eine Lösung. Sie kann nichts tun. Außer dich schelten. Aber sie könnte ja draußen auf mich warten. Das ist richtig, aber sie ist eine kleine, schmächtige Frau, glaube ich, und du ein großer, starker Mann. William weiß es besser. Ich würde das nicht so... Das ist nicht ganz richtig. Also, sie ist schon klein und schmächtig, aber... Also, sie ist auch eine Frau. Aber sie hat trotzdem ganz schön Kraft. Vielleicht sollte ich mich dann bei ihr entschuldigen. Das ist eine verdammt gute Idee. Also, tut mir jetzt leid, aber der Typ von, naja, Begeist, den du gerade beschrieben hast, der steht, glaube ich, nicht auf Entschuldigung. Warum? Das ist einfach ein Tipp.
ja, Tipp ins Blaue von mir. Bauchgefühl, wie auch immer. Das wäre nicht gut. Vielleicht sollte ich draußen warten. Draußen ist es doch noch gefährlicher, wenn sie rauskommt und du hier draußen richtig alleine bist. Ansonsten wären wir bei dir. Das ist sehr gut. Wenn du bei mir bist, dann fühle ich mich gleich viel sicherer. Oh Mann. Aber auch nur, weil ich genau weiß, dass wenn irgendwer Melina was antun würde, du direkt ihr zur Seite springst. Ich würde jedem von euch zur Seite springen, wenn einem von, jemand von euch was antun möchte. Das ist äußerst nett. Auch wenn Portia irgendwer was antun möchte? Ist sie dabei? Bisher noch nicht, aber wir wissen ja nicht, deswegen ob sie schon... Deswegen habe ich sie mit euch auch nicht gemeint. Okay. Während ihr da so redet, hört ihr auf einmal einen markerschütternden, tiefen, gutturalen Schrei von im Gebäude. Oh. Das war unser Stichwort. Das hat sich nicht gut angehört. Es war so laut, dass man teilweise, man hatte das Gefühl, die Erde fängt an so ein bisschen zu beben. War ganz kurz, aber... Melina, geh mal gucken, was da ist. Melina ist gerade nicht da. Mhm. Oh, Jonathan, geh mal gucken, was da ist. Ich lauf vor, klar. Ist in die Vision. Ich folge dir. Du bist so weise und so mutig, William. Danke. Kein Ding. Ich pass auf dich auf. Irgendwer muss ja deinen Rücken frei halten. Ja, ihr betretet mal wieder den Succubus-Club. Man sieht die, den bekannten Eingangsbereich mit der Garderobe und ihr seht auch, dass die Tanzfläche halt freigeräumt ist, nicht so wie beim letzten Mal, wo ihr hier wart, wo die Versammlung war. Aber man hat diese kleine Bühne, die damals war, die ist trotzdem wieder da, also die ist schon noch da. Und ihr seht auf einem großen Thron sitzen den Prinzen, der einen relativ zufriedenen Gesichtsausdruck macht. Neben ihm stehen zwei Personen, einmal der Sheriff und einmal eine Person, die ihr noch gar nicht kennt. Ihr seht auf der Bühne außerdem Brennan stehen und Dr. Kritias mit einem übermäßig riesigen großen Schwert. Außerdem seht ihr eine haarige Gestalt auf der Bühne, die gerade ausblutet. Und den Kopf verloren hat. Und jede Menge andere Vampire, und die sich im... Den Kopf im, was? Den Kopf verloren hat. Also definitiv tot. So, wenn das diese Gestalten nicht auch überleben können, dann ist er wohl tot. Also so bekommt man nichts aus dem heraus. Ja, es folgt Gejohle und Applaus von den anwesenden Vampiren. Seht oben auf der Balustrade auch Annabelle, also die Primogen der Toreador und auch Jonathans ehemaligen Primogen, oben auch applaudierend auf der Empore steht. Und auch dieses orkige Wesen steht in der Menge. Die Primogen der Malkavianer, ist die da? Ja, die ist auch da. Direkt gerade irgendwie auch so eine Faust nach oben. Ja. Ich gehe mal zu ihr rüber. Wie hieß sie nochmal? Das Maureen heißt sie. Genau. Hallo Maureen. Oh, hallo Kindchen. Kommst zu spät. Das Beste verpasst. Ja, ich
Ich sehe schon, ich habe einiges verpasst. Wer ist denn, oder was ist das denn? Und ich zeige auf den Typen mit den Hauern. Das ist Joe. Joe. Ja. Was ist Joe? Joe ist Joe? Also er ist kein Vampir, oder? Doch, natürlich. Das ist ein Vampir? Ja. Gruselig, ne? Er sieht so anders aus. Warum? Ja, das tun sie alle von seinem Clan. Welcher Clan ist das denn? Er ist ein Nosferatu. Oh. Sagt mir nicht viel. Die sehen alle so komisch aus. Warum? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat irgendwas mit ihrem Urahn zu tun. Hat sie alle verflucht, glaube ich, oder sowas ähnliches. Nett. Ja. Scheint eine liebevolle Familie zu sein. Ja, fürchterlich. Okay, also haben wir quasi diesen Werwolf gefangen. Ja, wir waren der Clan Nosferatu hat ihn gefangen. Also dieser Joe und einige seiner Clansbrüder und Schwestern. Wir haben ihn gerade den Prozess gemacht und haben es Dr. Kritias überlassen, ihn zu töten, weil ja sein Kind getötet wurde. Was kam denn bei dem Prozess heraus? Konntet ihr dem Werwolf irgendeine Information entlocken? Na, er hat natürlich alles abgestritten. Und hat er noch irgendetwas Interessantes gesagt? Oder nicht so? Ich nehme alles. Sag mir einfach alles. Und ich habe jetzt nicht so genau aufgepasst, weil es war eigentlich, ich habe nur auf den Schwerthieb gewartet, weil das ist das eigentlich Tolle eigentlich. Aber gut. Ich glaube, er hat sonst nur irgendwie um sein Leben gebettelt oder sowas und hat uns verflucht und hat uns Kinder des Würm genannt und sowas und ja. Hat gesagt, okay. Wir werden das bereuen und ja. Dann hat er einmal ganz doof gebrüllt und dann hat Kritias es endlich zu Ende gebracht. Danke für die Aufklärung. Und dann eile ich ganz schnell zu den anderen zurück. Wir haben ein Problem. Was genau, abgesehen von dem toten Hautwechsler? Genau das. Der wurde von dem da gefangen und ich zeige auf den Hauertypen. Das ist scheinbar auch ein Vampir vom Clan Nosferatu oder wie sie gesagt, irgendwas sowas in dem Dreh. Und die sehen alle so schäbig aus. Und dadurch, dass die jetzt ihn gefangen haben, hier vors Gericht geführt haben, er hat die ganze Zeit gesagt, dass also abgestritten, dass sie diesen Krieg begonnen haben. Und dann wurde er trotzdem getötet. Und er hat vor seinem Tod noch alle verflucht und gesagt, dass sie das bereuen würden. Und ich glaube, das wird auch so kommen, weil nun gibt es garantiert einen Krieg zwischen diesen Werwölfen und den Vampiren. Ja, also das sagt mit dem bereuen und geheult, würde ich mal mich auf die Auren konzentrieren und gucken, ob das sterbende oder schon tote Tier noch eine Restaura hat. Eins ist heute mein Damoklesschwert, mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Nö, nix. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl.
Der Prinz steht auf, schlägt einmal in die Hand, alle werden ruhig, ruhig und schauen zu mir rüber. Und, nun, das war der Erste. Und es werden der Rest deines Clans noch folgen. Da bin ich mir ziemlich sicher, nachdem wir den Anfang gemacht haben. Auf jeden Fall können wir heute Abend erstmal feiern. Brennan hat freies Blut für alle für heute Abend. Und dann seht ihr auf einem an der Seite, die Treppe runterkommen, mehrere von diesen Blood Dolls, die ihr schon öfters in dem Club gesehen habt, wie von kommen halt heruntergelaufen. Da sagt man nicht nein. Ja, und ja, es setzt Musik ein und es ist eine vampirische Party, mehr oder weniger. Ich würde auch trinken, bis ich satt bin und dann aber ziemlich schnell die anderen wieder zusammentrommeln und fragen, was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Wenn wir nicht noch, drehe mich zu Melina um, könntet ihr nochmal mit Dr. Kritias reden, was die genaue Aussage war des Werwolfs, und schaue mich um, sollten wir wahrscheinlich relativ schnell diesen Ort verlassen. Ja, mit Vernunft kommen wir in dieser aufgepeitschten Menge wahrscheinlich sowieso nicht weiter. Das ist ja letztens schon mal mit Kritias versucht. Wir haben auch keine Beweise. Nee, genau. Aber ich frage ihn auf jeden Fall, was der gesagt hat. Und ich würde mich dann mal auch machen zu Dr. Ja, musste ich einreihen in eine Reihe mehrerer Schulterklopfer, die alle mit Kritias reden wollen gerade. Wird gerade so ein bisschen umringt von so einer Traube und alle so, ja, so gut gemacht und so. Ne? Und endlich Rache für dein Kind und sowas. Er sieht sehr zufrieden aus. Ja, aber irgendwann werde ich ja dran sein, oder? Richtig. Kritias, gut, dass ich dich treffe. Du sag mal, ich bin gerade ein bisschen zu spät reingekommen und ich habe hier gerade nur das fulminante Ende mitbekommen, aber würdest du mir nochmal erzählen, wie es dazu kam? Wie habt ihr ihn gefunden und was hat er? Hat er irgendwas von sich gegeben, irgendwas gesagt? Der Clan Nosferatu hat sie gefangen. Ihn gefangen. Wie? Nun, sie haben ihren Mittel und Wege, sagten sie. Sie wollen nicht verraten, wie sie es geschafft haben. Soll mir recht sein. Hauptsache, sie haben ihn gefangen. Hat er irgendwas ausgesagt? Alles abgestritten. Hat uns beschimpft. Bis aufs Blut. Wer einmal kurz beinahe entwischt, aber wir haben ihn mit dem Silber zurückhalten können. Ganz schön stark, diese Viecher. Ja, davon habe ich gehört. Nun, sind wir also abgesehen von dem einen Erfolg auch nicht viel weiter, weil wir immer noch nicht rausgefunden haben, wo wir sie finden können? Der Clan Nosferatu meinte irgendetwas vom Gebiet um die Arena herum, wo sie ihn gefangen haben. Da werden wir weitersuchen. Das Gebiet um die Arena, so. Sie haben Möglichkeiten, die wir nicht haben, weißt du? Sie verstecken sich ziemlich gut. Muss man ihnen lassen. Immerhin haben wir damit das Gebiet eingegrenzt.
Genau. Ich werde morgen einen Trupp von Bikern losschicken. Sind für sonst nichts Nütze, aber dafür fürs Draufhauen garantiert. Nun, mein kleiner, bescheidener Trupp und ich, wir werden unsere Augen auch offen halten und hoffen, was rauszukriegen. Das wäre gut. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas herausfindet. Ja, wir machen uns direkt wieder auf den Weg. Jonathan, sag mal, wie sah denn Menela, als du ihn das letzte Mal gesehen hast, aus? Ich schaue mich auch schon um, ob er vielleicht hier sein könnte. Relativ jung. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Kannst du ihn nicht sehen, das hier nicht. Wenn Melina sich in die Warteschlange einreiht, würde ich mal zu Lorien rübergehen. Mhm. Ist da auch irgendwie Menschentraum, Vampirtraum? Ja, der redet gerade mit dem Sheriff und mit Brennan. Da würde ich mal dazu treten. Oh, aber das Abend, Gespräch Jonathan. Nicht unterbrechen. Guten Abend, mein Prinz. Ist das guter Abend, dass der. Ein guter Abend, ein Erfolg für die Gesellschaft, hoffe ich. Macht die Stadt ein bisschen sicherer. Jetzt fehlen nur noch ein paar. Wir haben aus ihm rausgequetscht, dass er sein Clan nicht so groß ist. Also sind es nur wenige Werwölfe, denen wir zu tun haben. Hat er gesagt, wie er seinen Clan oder Stamm, wie es ja bei ihnen heißt, nennt? Brennan antwortet, nein, so tief konnte ich nicht in seine Gedanken vordringen. Was habt ihr noch in seinen Gedanken gesehen? Er wusste es ziemlich gut, das alles zu verbergen. Aber ich habe irgendwie eine Runde von Männern und Frauen gesehen, die nicht viele Leute waren. Das war bestimmt sein Clan. Abgesehen davon irgendetwas? Kaum. Angriffsstrategien oder? Nichts, was ich verwerten würde, leider. Er war ziemlich aggressiv. Es war sehr gefährlich. Das ist ihre Natur, das ist richtig. Danke. Oh, wisst ihr jetzt mehr? Habt ihr euch schlau gemacht? Ich habe etwas recherchiert, aber noch nicht allzu viel. Mein Prinz würde dir gestatten, dass ich den Leichnam untersuche? Bitte. Danke. Keinen Zwang an. Ja, dann. Ja, das haben einige gut. Haben den jetzt halt so drapiert irgendwie an der Tanzfläche so und. Ach so, der wurde schon weggehieft oder was? Ja, der liegt da jetzt nicht mehr. Die haben ihn halt so jetzt so hoch drapiert, der hängt da jetzt da halt so an seinen Silberketten an der Wand und der Kopf irgendwie unter ihm auf dem Boden. Ja, ich würde mich mal. War der in Wehrgestalt oder war der Mensch? Der war in Wehrgestalt. Wie sieht der aus? Wie ein typischer Werwolf. Farbe, Fell, Muster. Braunes Fell. Trägt er irgendwelche Amulette oder sonstiges? Nein. Ja. Schau mir, gut abgesehen davon, dass er halt einfach Fell hat und so weiter, schaue ich mir einfach mal die Struktur von ihm an, weil ich habe ja noch keinen Werwolf von nah gesehen. Mhm. Ist ja auf jeden Fall was Interessantes. Und dann würde ich mal eine Hand ranlegen und versuchen, ob ich irgendwie, das war es ja eigentlich für Objekte aus PEX 3, aber gucken, ob ich etwas über den Leichnam erfahre. Insbesondere, ob der letzte Schrei von ihm einfach nur ein Todesschrei war oder irgendetwas anderes. Mhm. Und ja, schließe die Augen und konzentriere mich auf ihn. Sieht doch gut aus. Das ist natürlich die Frage, wie du die Dreierfolge aussiehst. Also primäre Interesse wäre für mich, ob gut, wie er gestorben ist und so weiter, ist ja klar, das brauche ich nicht in Erfahrung zu bringen, sondern was seine letzte Reaktion zu bedeuten hat, ob das einfach nur ein Wutausbruch war oder... Ja, du merkst, dass er kurz bevor das, also Kritias ihn geköpft hat, er kurz davor war, die Fesseln zu sprengen und kurz davor war, auszubrechen und Kraft gesammelt hatte. Mhm.
und hat wohl als letzte, in seinem letzten Atemzug eine Art, ja, du würdest es als Hilferuf oder sowas bezeichnen, abgesendet. Hatte das einen magischen Charakter oder war das einfach nur wirklich Schall? Das ist schwer zu sagen für dich. Du hast sowas noch nie gesehen oder gehört. Hm, ja, klar. Gut, ja, dann drehe ich mich um, nicke. Guck mal, ob Prinz oder Sheriff noch mal frei sind oder wo ja, die ja, sind. Ja, die stehen da noch in der Gruppe da. Du stehst ja direkt dabei. Achso, die stehen direkt dabei. Okay, ich dachte, ich wäre da irgendwie weitergegangen. Auf dieser kleinen Bühne halt, ne? Na. Ihr hattet Glück. Er war kurz davor, seine Fesseln zu sprengen, bevor der Schwerthieb ihn traf. Hm. Und ich weiß nicht, inwiefern es von Bedeutung ist, aber der letzte Schrei von ihm war kein Todesschrei, sondern ein Hilferuf. Das heißt, eventuell solltet ihr ein, zwei Männer an den Eingängen postieren, die nach rumlungernden Menschen oder rumspringenden Wölfen achten. Ich kümmere mich darum, sagt der Sheriff. Geht dann irgendwie von der Bühne runter, redet mit zwei, drei Leuten und dann gehen sie halt nach vorne zum Eingang. Ja, dann gucke ich mal, ob Melina schon von Kritias zurück ist. Ich komme langsam gerade wieder zurück und steuere auch direkt Jonathan und die anderen an. Ja, genau. Ich gehe auch direkt bei die anderen. Wir müssen hier weg. Schnell. Währenddessen auf der anderen Seite des Raums, Emma ist ja am Trinken gewesen. Und was macht William? Ich sitze da einfach nur und lausche der Musik. Okay. Ich würde mir im Vorbeigehen auch mal so ein Glas vom, also auf dem Hinweg zu Kritias und zurück auch, dann hätte ich nämlich meinen Blutpuls nicht wieder voll, dann würde ich genau. Das mal ja. Nutzen hier. Ja. Ja, und was macht Emma sonst noch außer trinken? Irgendwas Besonderes? Ich hatte ja gesagt, dass ich dann die anderen wieder zusammentrommel und ihnen erstmal erzähle, was ich von Maureen, Entschuldigung, rausbekommen habe und was wir jetzt machen. Und dann sind die ja abgedampft und ich warte eigentlich auf deren Rückkehr. Dann ist also William der Einzige, der da so ein bisschen alleine irgendwie an der Tanzfläche herumsitzt. Dann merkt William, wie sich so eine Hand auf seine Schulter legt, von hinten. Ja, dann schaue ich mich um. Da ist Portia. Hallo, William! Oh, hallo, Portia! Was machst du denn hier? Ich habe eine SMS gekriegt hier. Ich habe das gesehen mit dem Wolf. Voll cool. Du hast alles gesehen? Mhm. Das ist nichts für deine Augen gewesen. Nicht? Aber nein, junges cool. Fräulein. Nein! Töten ist überhaupt nicht cool. Der Prinz hat was anderes gesagt. Kritias auch. Ja, das mag sein. Allgemein und trotzdem glaube ich ziemlich kann jeder hier auch. Naja, das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Was hätten wir denn sonst mit dem Tigen machen sollen? Das frei rumlaufen lassen und weiter töten lassen? Das ist eigentlich nicht so ganz bewiesen. Aber ich werde jetzt hier besser nichts dazu sagen, sonst bin ich wieder der Dumme. Hm? Wieso nicht bewiesen? Ich hab's doch gesehen. Du hast gesehen, wie er jemanden getötet hat? Nein, aber wie seine Artgenossen jemanden getötet haben. Aber das heißt ja nicht, dass und unbedingt... Außerdem hat doch Lodin auch die Blutjagd ausgerufen. Das heißt, wir dürfen sie töten. Ich halte Krieg für nichts Gutes. Hm. Im Krieg
Und in der Liebe ist zwar alles erlaubt, aber es heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Ich meine, es sterben einfach immer viel zu viele Unschuldige. Schau mal. Ich weiß, dass meine Meinung vielleicht nicht so populär ist, aber jetzt überlege mal. Gehen wir mal davon aus, dass dein guter Freund Mist gebaut hat. Mein Freund? Welcher Freund? Na, Prias natürlich. Ach so, ja. Der hat Scheiße gebaut. Ja, was denn für Scheiße? Was sollte er denn machen? Keine Ahnung, er hat irgendetwas gemacht, was man nicht machen soll. Und jetzt ist es so, dass man... zum Beispiel. Mhm. Und jetzt ist es so, dass du hast eigentlich nichts damit zu tun, bist aber bei ihm, weil du dich gerade mit ihm triffst. Mhm. Und dann erschießen sie dich. Das wäre ja auch nicht richtig, oder? Das wäre sehr traurig, ja. Und auch nicht gerecht. Das stimmt, aber das Leben ist manchmal ja nicht gerecht. Hat zumindest mein Erschaffer immer gesagt. Ja, das ist wohl wahr, aber ich finde, man muss es ja nicht ungerechter machen, als es ist. Also ich meine, die Stadt ist sicherer ohne diese Werwölfe. Da ich davon keine Ahnung habe und den Film nur gesehen habe, kann ich dir nur sagen, dass... Underworld? Ach so. Hm. Ja, der war ganz cool. Also der erste Teil. Da haben sich auch Lykanianer und Vampire zusammengetan. Ja. Stimmt. Und da kam was Gutes bei raus. Aber das war ja nur ein Film. Als ob sich irgendein Vampir mit einem Werwolf verbünden würde. Meinst du, das macht niemand? Wer sollte das machen? Gegen seine eigene Art integrieren? Wie heißt das? Integrieren? Integrieren? Exponentieren? Nein, das war was anderes. Du weißt, was ich meine. Aber ich weiß, was du meinst, aber was ist, wenn du nicht weißt, dass er zu dem anderen gehört? Also, ich meine, die sehen ja nicht immer so leicht abgefahren. Wieso? Ich meine, gehen wir mal davon aus, du triffst jemanden auf der Straße. Ja. Und der ist ja sympathisch. Mhm. Und jetzt lädt er dich ein zu einem Café. Und du sollst deine Briefmarkensammlung anschauen. Ja. Du bist sehr briefmarkenfasziniert und lässt dich darauf ein. Und ihr führt definitiv eine hervorragende Beziehung. Und dann macht ihr kleine Babys. Und erst dann stellt sich heraus, dass derjenige, mit dem du das gemacht hast, ein Lykianer war. Ich sag's ja nur, aber wir sind tot, William. Das mit den Babys ist nichts mehr. Naja, das war ein Film. Aber das war so real. Nein, das hier ist real. Geh da hoch und pack den an, der ist real. Ich will den nicht anfassen. Ja, eklig, ne? Ziemlich. Aber der sah bestimmt auch mal anders aus. Vielleicht. Definitiv. Naja.
Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir aber wieder zurück. Na gut, dann lassen wir das mal mit den Babys aus. Da hinten ist Emma, glaube ich. Hallo. Wolltest du nicht alle shoppen hier gehen? Ja, war ich. Dann habe ich diese SMS gekriegt hier. Guck. Gleiche, die du auch gekriegt hast. Und seitdem bist du hier? Bin sofort hergefahren mit Prias. Und hat wie... Erzähl mal, was ist hier passiert? Wir haben den hier so reingeschleppt und auf die, dann haben wir ein kurzes Gerichtsverfahren gemacht. Das war ziemlich kurz, ja, einfach. Kritias hat ihm nochmal alles Mögliche vorgeworfen. Er hat uns verflucht und dann, ja, da hat er ihm den Kopf abgeschlagen. Das war ziemlich eklig. Also Emma, wir können froh sein, dass wir noch nicht... Wir können froh sein, dass wir noch nicht da waren, wo er sie alle verflucht hat. Warum? Naja, wir waren ja nicht anwesend, also hat uns der Fluch nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Fluch war. Warum nicht? Ich meine, sie reden die ganze Zeit von einem Fluch. Und jetzt machst du hier bei der Party mit, oder was? Ich habe jetzt gerade William gesehen. Eigentlich wollte ich zurück zum Shoppen, aber jetzt habe ich William gesehen und habe gedacht, ich sag mal Hallo. Ja, die anderen müssten ja auch irgendwo rumstromern und ich halte tatsächlich mal die Augen offen, wo die denn jetzt sind. Ja, die sind ja da oben auf der Bühne. Kann man relativ einfach sehen eigentlich. Also wir machen uns gleich auf den Weg. Ich möchte bitte, dass du pünktlich zu Hause bist. Was heißt denn pünktlich? Eine Stunde vor Sonnenaufgang. Naja, nach Sonnenaufgang nach Hause zu kommen, wäre, glaube ich, ziemlich tödlich. Ich ziehe nur eine Augenbraue hoch und gucke sie so an. Nicht? Ich glaube schon. Naja. Dir wäre alles zuzutrauen. Glaub mir, das kann ich nicht. Du kannst einiges nicht und tust es trotzdem. Zum Beispiel? Manchmal dein Maul zu weit aufreißen. Hä? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Noch nichts. Ich hoffe, dabei bleibt es. Alles gut. Dann, gut, dann gehe ich wahrscheinlich mal den Prias suchen. Habt ihr den gesehen? Müsste auch hier irgendwo rumlaufen. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Wollte was zu trinken holen. Und dann ist er nicht wiedergekommen. Ich suche ihn mal. Stolziert davon. Glaubst du wirklich, dass sie Helena ist? Ich habe keine Ahnung. Wenn sie die Person ist, für die sie gehalten wird, dann ist sie aber trotzdem nett. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dass sie nett ist? Dass sie Helena ist. Ach so. Wie dem auch sei, vielleicht sollten wir jetzt lieber gehen? Ich meine nicht, dass noch irgendwer hier hinkommt und wieder verflucht. Ich möchte nicht verflucht werden. Melina und Jonathan kommen auch gerade in eure Richtung. Also sind gerade die Bühne runtergestiegen. Und
als ihr gerade irgendwie die Tanzfläche betretet, wo gerade auch getanzt wird von einigen anderen Vampiren, merkt ihr, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Macht mal einen Check, also alle können das ruhig machen, also einer nach dem anderen bitte, weil es wird ja angezeigt. Vielleicht zuerst Jonathan, dann Melina, dann William, dann Emma. Auf Perception und Awareness. Schwierigkeit 6. Wie immer. Wenn ich nichts anderes sage. Da ist wieder die böse 1, aber... Ja. Unglaublich, ey. Jetzt Melina. Nee. War das schon wieder der falsche Befehl? / R Leerzeichen 4D10. Einen Erfolg immerhin. Jetzt William. Auch 2 Erfolge. Und Emma? Kein Erfolg. Okay, dann alle außer Emma bemerken dieses merkwürdige Kribbeln im Nacken, dass irgendetwas vor sich geht. Und Melina und Jonathan, die hier auf der Tanzfläche draufstehen, merken, dass irgendetwas vor ihnen, also zwischen, ihr seid da, zwischen euch ist ja die ganze Tanzfläche. Und dann ihr schaut Richtung Emma und William auf der anderen Seite. Irgendetwas dazwischen, irgendwie manifestiert sich gerade etwas. Und ihr habt es noch gar nicht so richtig begriffen. Und als sich eure Nackenhaare so aufstellen, dann sind auf einmal 5 Gestalten auf der Tanzfläche, die irgendwie wie aus dem Boden gewachsen zu sein scheinen. Und zwar 5 Werwölfe in monströser Gestalt, die ein lautes Heulen ausstoßen und ehe ihr irgendetwas tun könnt, auch schon dem ersten Tänzer den Kopf abreißen, der zu Staub zerfällt. Als nächstes wird lautes Geschrei im Succubus-Club sein und ja, was tut ihr? Greife Melina und renne Richtung Ausgang. Also müsst ihr wieder an denen vorbei, wahrscheinlich nicht, also außenrum. Ja, genau. Mhm. Ja. Sehe ich Portia noch weggehen, oder? Ja, du siehst sie noch. Dann renne ich zu ihr hin, greife sie und schnapp auf dem Weg nach draußen dann auch noch die Hand von William. Mhm. William saß sich mit sich machen. Die anderen sind verflucht, ich nicht. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, ihr lauft Richtung Ausgang. Ihr habt es nicht so weit wie Jonathan und Melina. Die müssen ja quasi einmal zurück auf die Bühne, wo sich der Sheriff und Brennan gerade in Sicherheit bringen und Lodin auch irgendwie in den hinteren Teil des Gebäudes. 2 der Werwölfe hasten auch schon auf die Bühne zu. Und ja, Kritias stellt sich mit dem Schwert in den Weg. Währenddessen der einer dieser 2 Werwölfe auch einem der Nosferatu, die auf der Tanzfläche waren, auch in 2 Teile hackt. Mit einer merkwürdigen Klinge, die er in der Faust trägt. Und die sind unglaublich schnell. Also wenn ihr weglaufen wollt, die werden euch kriegen. Also je nachdem, wie viel Widerstand Kritias da leistet. Ja, kämpfen werde ich gegen die nicht. Ja. Ich würde das auch gerne vermeiden wollen. Von daher versuche ich trotzdem, mich in Sicherheit zu bringen, irgendwie Richtung Ausgang zu kommen. Wenn ich nur genug andere Leute zwischen dir und mich bringe, haben die ja erstmal andere, die sie angreifen können.
Das ist jetzt nicht die feine englische Art und so bin ich nicht ausgebildet worden, aber meine Mission ist gerade eine andere. Man sieht, wie Kritias irgendwie den Zweihänder erhebt und ein lautes Schreien ausstößt und irgendwie anscheinend wächst er irgendwie. So, er sieht wahnsinnig beeindruckend und groß und stark aus und pariert auch den ersten Hieb eines der Werwölfe. Während ihr lauft und dann nur noch das Klingen der Klingen halt hinter euch seht, hört und auch mal eine große Runde macht, denn ein Werwolf ist trotzdem noch in eurem Weg zwischen dem Ausgang und euch. Ihr könntet noch theoretisch noch die Treppe hoch in die Privatgemächer von Brennan fliehen oder nach unten in den Untergrundfloor des Succubus Club. Aber an der Bar, wo er dann vorbei muss, da wütet gerade auch einer von den Werwölfen. Gibt es denn im Underground-Floor irgendwo einen Kellerausgang, Notausgang? Du warst da noch nie. Das ist die einzige Etage, wo ihr noch nie wart. Ganz kurz. Ja. Kannst du bitte die Szene einmal beschreiben? Also, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Ausgang. Zwischen uns und dem Ausgang ihr ist noch ein Werwolf. Ihr habt ja im Dock habt ihr ja das Bild vom Succubus Club, glaube ich. Ja. Ich mache es mir auch nochmal auf, damit ich es. Da ist Level 3 und Level 2, aber da habe ich eben schon geschaut. Da sehe ich nichts von einem Dancefloor oder von einem Stage. Level 1 seid ihr. The Dancefloor. Okay, ich gehe jetzt mal über die NSCs, da ist nix. Unter den NSCs kommt direkt Level 3, dann kommt Level 2. Genau, und darunter 2. Und dann ist genau, das. Und 1 ist nicht da. Ah, gut, genau, dann zu Ende. Schicke ich euch das nochmal. Moment. Kommt sofort. Ratter. Orte. Brennans Raum. So. Balken. Ich wollte jetzt auch nicht den Spielfluss unterbrechen, ja wissen. Macht ja nichts. Es ist ja ganz gut, wenn man sich das vorstellen kann. So, da müsste es drin sein. Unten. Ganz unten. Lecker, ja. Und gucken, ob ich das für die Leute auch mal einblenden kann. Hier, jawohl. Aber jetzt ist. Lass mich nicht lügen, aber warte mal. Level 1 jetzt. Dance vor, ja. Aber ich sehe. Ja, jetzt, aber. Diese das Bühne sieht ja genauso aus wie Level 2. Naja, ach nicht nee, ganz, doch nicht, Entschuldigung. Nicht ja, alles klar. Ja, habe ich jetzt auch gesehen. So, sorry. Also den Dancefloor seht ihr ja auf dem Bild. So, und Jonathan und Melina sind halt nach hinten, da wo dieses Viereck ist, da war die Bühne. Da seid ihr hinten geflüchtet quasi. Und die 5 Werwölfe sind dann in alle Richtungen weg. Auf der anderen Seite des Dancefloors, da waren William und Emma, die sind jetzt halt Richtung Ausgang, ne? Und Entrance ist unten links. Sind also schon fast draußen, so gut wie. Und Jonathan und Melina sind jetzt quasi an den Stairs auf der Ecke. Und an der Bar wütet gerade der Werwolf. Und in der Mitte, an der Bühne. Stairs links. Genau, die Stairs links, genau. Dann da ist ein Fire Exit. Genau, da ist auch ein Fire Exit. Ja. Dann nehmen wir doch den. Dann lauft ihr da raus. Okay. Gut. Also sehe ich, dass die beiden anderen in Gefahr sind? Oder sehe ich, dass sie. Ja, da sind gerade alle in Gefahr, die im Raum sind. Ja, schon klar, aber in direkter Gefahr. Also. Das sie werden jetzt gerade im Moment nicht angegriffen, wenn du das meinst. Und ich sehe auch, dass sie schon den Ausgang erreichen. Ja.
Weil wir sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Vorderausgang. Und die beiden sind ja da hinten jetzt zum Fire Exit. Genau. Ja. Also zum Hinterausgang. Mhm. Ja, wenn ich sehe, dass sie in Sicherheit sind, dann renne ich weiter Richtung Ausgang. Okay. Dann verlasst ihr das Gebäude auf zwei verschiedenen, quasi zwei verschiedenen Leveln. Einmal vor dem, einmal hinter dem Gebäude. Und hört nur irgendwie die Töne der Zerstörung, Schreie und Klingengeräusche hinter euch. Einige haben es auch nach draußen geschafft und laufen in alle möglichen Richtungen weg. Und ja, dann steht ihr draußen. Lauft ihr auch direkt weiter oder guckt ihr euch noch irgendwie, dass ihr euch wieder seht oder sonst irgendwas macht? Ich denke mal zum Auto. Das Auto steht vor dem Club. Ja, du müsstest nur einmal kurz. Dann müssen wir um den Club drumherum. Genau. Ja. Naja, in der Zeit haben wir das Auto schon gestartet und kommen ihnen entgegen. Ja. Also wenn ihr vorne nach draußen seid, Emma hat ja William und Portia gegriffen. Und Portia wehrt sich jetzt ein bisschen, als sie rausgeht und meint, Prias ist da noch drin. Ja, das ist... Und was meinst du, was du jetzt für ihn tun kannst, wenn du da wieder reinrennst? Rausholen! Ist klar. Ich zieh weiter. Sie wehrt sich. Ach, Portia, jetzt ganz ehrlich, bist du sicher, dass der da noch drin ist? Ja, bin ich. Ruf ihn an. Hände, zimmelt am Handy. Es klingelt, aber es kann, nimmt keiner ab. Nimmt nicht ab. Muss ihn suchen. Lass weiter klingeln und dann lasse ich sie los und gehe rein. Ja, ich begleite dann definitiv Emma wieder rein. Gut, geht ihr wieder rein und seht drin, dass das Massaker der Wölfe unter den noch anwesenden Vampiren. Einige versuchen, sich ihnen entgegenzustellen. Krithias könnt ihr inzwischen nicht mehr sehen, nur noch das Schwert, was auf dem Boden liegt, auf der Bühne. Und die Werwölfe sind inzwischen halt oben die Wände hochgeklettert. Also ihr seht gerade einen, wie er so sich oben an so einem an dieser Empore halt hochzieht. Beziehungsweise er gerade hochjumpt, so sich dann den Rest des Weges hochzieht und gerade einen von den Toreador, die da oben irgendwie waren, quasi einen Kopf kürzer macht. Und das alles. Tremere auch noch und, da? Und das alles in einer fließenden Bewegung. Ja, klar, waren Tremere dran. Alles in einer fließenden Bewegung und dann fliegt von der anderen Seite der Empore ein Feuerball Richtung Werwolf und hüllt ihn in eine große Flamme ein. Das ist so das Erste, was ihr seht, als ihr wieder reinkommt. Ja, dann. Ich versuche mich am Rand zu halten, schaue aber halt Ausschau, ob ich irgendwo Prias sehe und auch, ob ich so ein Klingeln höre. Ist wahrscheinlich bei dem Lärm schwierig, aber. Ja, die Musik läuft halt auch noch. Also. Ich versuche es halt. Wenn ich in die Nähe komme, kann man es vielleicht hören. Es ist auf alle Fälle eine zusätzliche Hilfe. Und jetzt gerade kann man ihn nicht sehen. Wie waren eigentlich die Silberketten befestigt? Die waren, also sie liegen noch auf der Bühne, die sind halt im Boden verhakt gewesen. Und die, der Wolf-Kadaver ist halt auch noch mit Silberketten an die Wand gefesselt. Ach, egal, scheiß was drauf. Ja, ich versuche mal Richtung. Also unauffällig, so unauffällig wie es geht in diesem Chaos, richtig Richtung Silberketten. Kann ich, glaube ich, gar nicht. Du hast es schon benutzt. Ach, stimmt. Ja, das könnte ich probieren. Also du müsstest halt ungesehen sein. Kannst ja kurz im Eingang mit der direkt die Toiletten kurz rein und dann. Ja, okay, genau. So mache ich es. Ja. Ja, auf was werfe ich? Verdunklung funktioniert automatisch. Musst du nichts würfeln. Ach so. Okay, ja, dann gehe ich Richtung Bühne. Du darfst halt nur keine Geräusche machen, weil das die Verdunklung bricht. Und... Aber gut. Ja, schon klar. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Bühne. Genau. Ja. Gut, was macht Emma währenddessen?
Ich gehe am Rand entlang und von Raum zu Raum und suche nach Prias. Mhm. Gehst du auf der rechten oder auf der linken Seite lang? Also einmal an den Toiletten vorbei, dann Richtung Bar oder auf der anderen Seite zu den Booths quasi? Rechts lang. Rechts lang, gut. Dann siehst du da in dieser erhobenen Bar einen der Werwölfe, wie er gerade mit fünf Vampiren kämpft, die Schusswaffen rausgeholt haben und auch Klingenwaffen führen und sich unglaublich schnell bewegen. Aber der Werwolf halt auch. Du merkst, siehst halt, wie mehrere Schusssalven in das Fell des Werwolfs einschlagen und sich sofort wieder schließen. Blöde Frage. Celerity ist doch Geschwindigkeit, oder? Ja. Ja, dann nutze ich das doch. Fällt mir in dem Moment ein, kann ich auch und mache jetzt das Ganze, was ich bisher gemacht habe, schneller. Mhm. Wie viel hast du denn Geschwindigkeit? Nur eins, aber es reicht. Ja, es reicht zumindest, um dich ein bisschen schneller zu bewegen, als ein normaler Mensch das könnte. Ja. Und ja, du, im Vergleich zu dir sind die immer noch mega schnell unterwegs, aber anscheinend der Werwolf bemerkt dich nicht, weil er hat gerade was anderes zu tun. Oben auf den Booths ist gerade der in Flammen stehende Werwolf, der alles Mögliche da oben weiter in Flammen, also der steht in Flammen und zündet quasi alles um sich herum an, wo er vorbeiläuft. Und auf der anderen Seite steht halt ein Tremere und macht gerade halt noch einen anderen Feuerball fertig, um ihn in Richtung Werwolf zu schlagen. Und du schaust halt in die Booths rein. Da sind einige von den Blood Dolls, die halt so total so irgendwie so eigentlich schockiert sich an die Wand drängen und irgendwie total so fast in Fötusstellung da stehen und versuchen nicht in die Mitte zu gucken. Aber Prias siehst du hier nirgendwo. Der wollte ja zu den Getränken, ne? Das ist ja normalerweise an der Bar, da bin ich ja jetzt vorbeigekommen. Ja, du bist an der Race Bar vorbei, genau. Es gibt auf der anderen Seite noch eine Bar, aber... Ja. Ist hier in der Nähe irgendwo ein Ausgang? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich auf der Karte bin. Du bist jetzt quasi auf der rechten Ecke unten, also an den Stairs, die hochgehen zum Balcony. Und dann an den Booths vorbei, nach oben wieder gegangen. Da sind auch wieder Stairs nach oben und das von ein Fire Exit nach hinten. Ja, dann gucke ich mal da raus, ob er da irgendwo zu sehen ist. Dann wirst du auf der Straße wahrscheinlich irgendwo Jonathan und Melina laufen sehen. Mein Glück, sie sind wenigstens raus. Ja, ich gucke da draußen mich um, finde ihn nicht. Nee. Dann gehe ich außen lang rum zum Haupteingang und zu Portia. Er ist nicht da drin. Hast du ihn erreicht? Er nimmt nicht ab. So, währenddessen geht William auf der anderen Seite ja lang, in verdunkelter Gestalt wahrscheinlich. Oder wo wolltest du lang? Ich wollte zur Bühne, ich wollte zu den Silberketten. Ja, dann gehst du zur Bühne. Ja, siehst auch hier in der Ecke, also so in der Nähe der Bühne, kämpft gerade auch einer von den Werwölfen mit mehreren Vampiren, die ihn nicht ganz im Griff haben. Also einer der Werwölfe mit jedem Schlag tötet der gefühlt die einen. Und was machst du an der Bühne? Wie sind die Ketten da befestigt? Also kriegt man die... Ja? Andere Frage... Ist es möglich, eine Kette zu lösen und in die Hand zu bekommen? Ja, definitiv. Das kann dir ohne großen Aufwand gelingen. Allerdings wirst du dann sichtbar, wenn du die löst. Ja, das ist mir bewusst. Mhm. Ja. Ja, dann wie weit ist dieser Werwolf mit den Vampiren? Der steht quasi unter der Bühne und kämpft gerade gegen, sag mal, sieben andere Vampire. Jetzt nur noch sechs. Jetzt nur noch fünf. Okay, dann schnappe ich mir die Kette und nehme Anlauf. Ist egal, ich habe es im Wrestling gesehen, schon 100.000 Mal gemacht, also muss es klappen. Ja. Und springe quasi mit so einem
Suicide Dive mit der Kette voran in seine Richtung und versuche ihn halt entweder umzutackeln oder was weiß ich nicht was. Irgendwie muss ich ihn halt treffen, wenn nicht, dann halt nicht. Okay, mit der Kette voran. Ich verzichte jetzt mal auf alles mögliche Gewürfel, weil das hat hier wahrscheinlich eh nicht sehr viel Sinn. Mit der Kette voran triffst du auf den Werwolf. Du merkst auch, dass sich die Kette in sein Fell oder sein Fleisch reinbrennt. Riechst verbranntes Fell und verbranntes Fleisch. Du hörst ihn aufheulen und nach vorne taumeln. Allerdings hast du damit gerechnet, ihn irgendwie umzutackeln, weil du ja ziemlich viel Wucht da reingelegt hast. Aber das ist, als wärst du so halb gegen so einen Holzpfosten gesprungen. Also der hat wahnsinnige Widerstandskraft. Der taumelt zwar leicht nach vorne und du merkst, dass die Kette ihm Schaden macht und ihm wehtut, aber du wolltest ihn niederringen und das, ja, wie gesagt, Holzpfosten. Ja, okay, also na gut. Dann macht noch einen großen, er holt einmal mit seiner Klinge, die er in der rechten Hand hat, aus und tötet noch einen der Vampire, die vor ihm stehen, und guckt sich dann zu dir um. Er steht jetzt quasi vor dir. Vor mir, ja? Ja, du bist natürlich auf den Füßen aufgekommen, weil du natürlich ja gewohnt bist, gegen andere Leute gegenzuspringen. Hast die Kette so vor dir noch. Also, ja, dann bleibt mir im Grunde genommen nur eins. Entweder es klappt oder ich sterbe. Ich nehme zwei Schritte Anlauf oder drei, je nachdem wie weit er entfernt ist, und springe halt mit beiden Beinen voran auf seine, also von vorne auf die Kniescheibe und versuche gleichzeitig, während ich also quasi mit beiden Beinen voran auf die Kniescheibe zuspringe, mit der Kette das andere Knie zu treffen. Ja. Okay. Du hast diesen Move schon tausendmal gemacht im Wrestling-Ring, jemanden mit dem Knie irgendwie das Knie zu attackieren. Du hast aber noch nie einen Gegner gehabt, der sich so schnell bewegt wie dieses Wesen. Und bevor du noch an ihm angekommen bist, packt er dich mit der linken Klaue, mit der rechten halt er ja diese Klinge, greift deinen Kopf, reißt dich nach oben und schmeißt dich einmal in die obere Ebene, wo du irgendwie oben erstmal aufkommst, so neben dem Tremere, der gerade den Feuerball schmeißen will, in die Booths reingeschleudert wirst. Das sieht übrigens Emma, als sie irgendwie auf dem Rückweg ist, als sie rausgeht, sieht sie, dass William den Werwolf da attackiert hat. Ich bin ja draußen lang gegangen, aber ich würde auch, nachdem ich ihr gesagt habe, sie soll es weiter versuchen und ihr noch gesagt habe, dass sie mich anrufen soll, wenn Prias sich bei ihr meldet, gehe ich wieder rein, weil ich ja weiß, dass er noch drinnen ist. Ja. Als du gerade wieder reingehen willst, so, ich hab ihn, er ist im Keller. Bleib im Keller, komm nicht nach oben. Wir kommen dich holen. Du bleibst hier draußen. Und dann, wie gesagt, gehe ich wieder rein. Okay, bleib draußen. Du gehst wieder rein, siehst, wie William mit dem Werwolf kämpft, siehst, wie er nach oben geschmissen wird auf die Balustrade und hoffst nur, dass er sich da nichts Schlimmeres geholt hat. Und die restlichen Vampire, die um den Werwolf rumstehen, werden quasi in einem Schlag, in einem Rundumschlag gerade alle gleichzeitig getötet. Nimmt der Werwolf dann die, ich sag jetzt mal, Verfolgung zu Der ist erstmal mit den, also der schaut sich erstmal um, weil er sonst noch so im Raum ist. Es sind nicht mehr viele Vampire da. Das heißt, läufst Gefahr, dass man dich sieht. Du könntest mal versuchen, dich zu verstecken, wenn du möchtest, mit einem Stealth-Wurf. Schauen wir mal, wie gut dir das gelingt, wegen all den Trümmern. Also Stealth und Wits mache ich mal. Also entweder Dexterity oder Wits, je nachdem, wie du dich verstecken willst. Na, ich würde dabei gern Geschwindigkeit einsetzen und eben dann von Hindernis zu Deckung huschen. Genau.
Ja, dann Dexterity. Denk dran, wenn du Geschwindigkeit einsetzt, hast du dann extra Würfel. Also quasi einen mehr. Mhm. Schwierigkeit 6? Ja. Das sieht gut aus. Ja, scheint dich nicht zu, also zumindest im ersten Vorbeisehen nicht erkannt zu haben. Und du bist relativ schnell unterwegs und läufst dann wohin? Die Treppe hoch zu dieser Balustrade, wo ich gesehen habe, dass der William hin ist. Mhm. Und, ja, weiß nicht, wie schnell ich da ankomme. Die nächste Treppe hoch ist ja auf der rechten Seite. Also einmal wieder an der Bar vorbei, wo eben noch der Werwolf mit den Vampiren gekämpft hat. Der ist inzwischen nicht mehr da. Wo auch immer der ist. Das heißt, du bist aber auch dann auf der anderen Seite nach oben erstmal. Da, wo der brennende Werwolf oben durch die Balustrade gelaufen ist eben. Und du siehst halt, oben brennt es ohne Ende und das ist für Vampire kein angenehmes Ding. Also du läufst die ersten Stufen hoch um die Ecke und siehst dann halt oben so ein Flammeninferno. Also ich habe dich jetzt kaum verstanden, weil du gerobotet hast. Kennst du es vielleicht? Entschuldigung. Du gehst halt die Treppe hoch, unten rechts, da an die Treppe, ne, nach oben. Ja. Auf dem Bild. Und biegst quasi, die geht ja einmal so um die Ecke, biegst nach um die Ecke und siehst halt oben auf den ersten Stufen schon, dass oben die gesamte, also der Grund, wo du dann hinkommen würdest, in Flammen steht. Das ist dann quasi ein Flammeninferno, was da ist. Muss ich da jetzt würfeln? Wenn du da durch willst, auf jeden Fall. Wenn du also ich sehe, das ist aber auch genau da, wo William ist auf der anderen Seite der Balustrade. Also man kommt hier hoch, aber hier oben ist halt, weil da eben halt auf dieser Seite der Balustrade der Werwolf in Flammen aufgegangen ist. Durch den Feuerball des Tremere. Der hat hier alles in Flammen gesteckt. Also müsste ich quasi wieder runter und an einer anderen Stelle hoch. Ja, die beiden, Treppen führen alle auf diese Seite nach oben. Es gibt hinter der Bühne quasi, gibt es noch eine Treppe nach oben. Die ist aber sehr weit weg, ne? Ja, die ist auf der anderen Seite des Raums. Und dazwischen steht der Weg. Kann ich auf dem Geländer entlang balancierend dem Feuer irgendwie entgehen, da vorbei irgendwie? Du kannst oben mit viel Willenskraft bestimmt, also musst du es natürlich einen Rötschreck machen, wenn du an dem Feuer vorbei willst, aber du bist ja auch sehr schnell durch die Geschwindigkeit, kannst versuchen natürlich durchzulaufen. Kannst natürlich auch wieder zurück unten zur Bar vielleicht dich mit Wasser übergießen und dann oder so. So, also ich glaube nicht, dass Emma das einfallen würde. Ich weiß nicht, ich sag nur, was Möglichkeiten wären. Ja, nee, also auf Courage. Der Ladies Room da unten ist auch die Toilette, wer weiß. Ach ja, unten, genau, hier unten ist auch noch ein Stairs-Up, sehe ich gerade. Ganz weit, ganz unten rechts in der Ecke. Aber gut, der geht auch auf die gleiche Ecke. Nee, ich versuche jetzt da durch. Mich zu schlängeln und zu Geschwindigkeiten. Dann gibt es eine Mutprobe von dir. Nee. Das Feuer ist das, wovor du also am meisten Angst hast. Ich immer zurück. Und nachdem ich das so ein paar Mal gemacht habe, entscheide ich mich dann halt, die andere Treppe hinter der Bühne zu nehmen. Ja. Also das heißt, wieder runter und so schnell wie möglich am Rand entlang, so unauffällig wie möglich zu dieser Treppe. Kommen wir doch mal nach draußen zu Jonathan und Melina. Ihr wolltet ja einmal rund ums Gebäude. Habt kurz Emma gesehen, wie sie eben auf der anderen Seite aus dem Fire Exit kurz rausgeguckt hat, wenn wieder nach drinnen verschwunden ist. Und ja, wieso ist denn die da wieder drin? Ich dachte, die sind auf der anderen Seite raus. Ich habe ehrlich gesagt nicht so den Riesenbedarf, da wieder reinzugehen. Allerdings, wenn die anderen da drin sind immer noch,
Ja, ihnen ist nicht geholfen, Lina, wenn wir auch dort sterben. Und die Werwölfe haben wesentlich ältere und stärkere Vampire einfach getötet. Wir gehen ans Auto, warten auf sie. Wenn wir einen Werwolf sehen, treten wir aufs Gas. Tut mir leid, da ist mehr der Arsch näher als die Hose. Oder wie sagt man? Ja, okay. Ihr seht jetzt auch die Flammen schlagen aus dem oberen Teil des Gebäudes. Feuer? Mhm. Nee, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Feuer wäre ich reingegangen. Ja, dann geht ihr einmal außen rum vom Gebäude und seht halt vor der Tür Portia stehen mit ihrem Handy. Portia, was ist los? Wieso sind die anderen wieder reingegangen? Prias ist noch da drin. Prias ist noch da drin. Ich soll hier warten. Ich habe ihn am Telefon, er ist im Keller. Ist er da in Sicherheit? Ich weiß nicht. Noch. Ich habe gesagt, er sollte sich verstecken. Gut. Um das mal ganz kurz aufzugreifen, was da gerade im Chat diskutiert wird, wenn ich hier würfeln würde, wären alle vier schon tot. Richtig. Das ist, Kampagne zu Ende, kein Stream mehr, langweilig. Also spielen wir weiter. So. Ja. William ist drin und Emma auch und sie suchen sich. Ich muss hier warten, hat Emma gesagt. Du bist gemutet. Ich versuche, Emma anzurufen. Ja, diesen Knöpfchen zu drücken, dann ist es auch nicht so einfach. Ja. Du rufst an und bei Emma, was hast du für einen Klingelton, Emma? La Bamba. Dann kommt das. Läufst du gerade so von Deckung zu Deckung, denn der Werwolf guckt gerade so und dann einfach und der Werwolf so. Hey, es läuft noch die Musik im Club, das fällt nicht auf, ja? Ja. Ich drück den Anruf weg, ich habe gerade anderes zu tun. Du wirst weggedrückt, glaube ich. Jetzt versuche ich William anzurufen. Ich versuche die jetzt auf dem Weg zum Auto halt weiterlaufen. Okay. Versuche ich die beiden irgendwie zu. William kommt wieder zu sich. William hat irgendwie, deine Beine sind in merkwürdigem schief von dir abstehend. Du spürst zwar keinen großen Schmerz und du hast auch keine blutigen Stellen, also keine Richtung, aber irgendwie, du hast ja wahrscheinlich beide Beine gebrochen und merkst irgendwie, dass deine eigenen Kräfte, deine vampirischen Kräfte einsetzen, um die Heilung zu beschleunigen. Du kommst zu dir und du hattest Siri ausgeschaltet, ne? Siri ist draußen im Auto. Ja, oh, dann wirst du nicht erreicht von Melina. Die versucht da dich. Ist sie denn angeschaltet oder ausgeschaltet? Sie ist natürlich angeschaltet. Dann hört Melina draußen aus dem Auto das Klingelgeräusch. Was auch immer William als Klingelton hat, wenn Melina anruft. Natürlich Freude schöner Götterfunken. Super. Ja. Dann stehe ich jetzt fluchend neben dem Auto. Scheiße, ich krieg die nicht. Keinen von beiden. Also Williams ist ja nun klar, warum, aber Emma geht auch nicht ran, die hat mich weggedrückt. Hm. Schau zu dem Gebäude, schau zu Melina. Sollten wir die Feuerwehr rufen? Ein Teil des Gebäudes steht schon in Flammen, also der rechte Teil. Ich hole mein Handy raus. Meinst du, ein öffentliches Gebäude, ein Club hat keine automatischen Feuermelder, die mit, also das ist aber brandschutzmäßig verpflichtend bei solchen. Aber wir rufen da ruhig mal an. Gute Sache, könnte tatsächlich passiert sein, dass die Sprinkleranlage angegangen ist, ja. Das heißt, es ist jetzt auch noch nass da unten überall. Dafür geht das Feuer aus. Gute Sache, ja. Gut, ja. Nehme ich. Ja gut, wir sehen die Flammen kommen normalerweise so. Ja, das ist richtig, völlig richtig. Habe ich nicht dran gedacht, aber völlig richtig. Alle irgendwelche Feuerschutzmaßnahmen und meistens auch irgendwie die Direktleitung. Irgendwie das, wenn zur Feuerwehr, ja. Zur Feuerwehr, ja. Läuft.
Garantiert. Bin ich voll bei euch. Ja, es riecht nach nassem Wolf, genau. Ja, aber wir waren ja eben auch noch ganz kurz bei William, der sich jetzt kaum bewegen kann. Du siehst halt die zwei Vampire vor dir. Der eine mit einer brennenden Flamme in der Hand, der sich so hektisch umguckt, und der andere hat die Kette von dir genommen und hält die halt so vor sich und guckt sich auch um. Und dann hörst du sie flüchten. Er ist hier irgendwo. Er ist da vorne verschwunden. Aua! Alles klar mit dir? Da! Morte vom Mors geht's gut, aber ich würde das Feuer ausmachen. Das ist nicht so schön. Die Flamme erstirbt. Wo ist er? Wo? Irgendwo da vorne. Leise. Gib mir meine Kette. Leise! Der mit dem Feuer eben noch hatte, der versucht dich so hochzuziehen. Ja, ich weiß ja nicht, wie schnell das da heilt und ja, so. Also das heilt schneller als normal. Wenn du ein bisschen Blut reinpumpst, kann ich gehe mal davon aus, dass du jetzt zwei Schaden, also zwei Xboxen hast. Die kannst du mit Blut gerne wieder rausheilen. Wie viel Blut hast du gerade? Du hast ja voll getrunken eben, ne? Wie viel Blut ist denn voll? 10. Ja, dann habe ich 10, ne? Ja. Welche Generation warst du? 13. 13, okay. Dann kannst du nicht so viel Blut einsetzen, um es jetzt komplett wegzuheilen. So schnell, aber du merkst zumindest, dass du irgendwie wieder, also du kannst nicht vernünftig alleine laufen wahrscheinlich, wenn dich einer stützt, kannst du laufen. Ich glaube, wir sollten lieber verschwinden. Das sehe ich auch so. Weil da vorne an der Treppe ist er irgendwo. Und erinnere mich daran, psst, leise, dass ich mehr trainieren muss. So, Emma huscht zwischen den Deckungen. Überall ist gerade Gerümpel. Das ist alles komplett kaputt gehauen worden. An dem suchenden Werwolf vorbei, der eben kurz in deine Richtung geguckt hat, als das Handy geklingelt hat. Emma ist kurz AFK. Ach so. Nur damit. Und kannst du trotzdem beschreiben, dass sie an der Treppe ankommt. Und dann seht ihr halt sie hochkommen. Auf der anderen Seite an der Treppe. Kurz zückt der, schwingt der eine Vampir vor dir die Kette wieder. Aber dann merkt dann irgendwie, dass es kein Werwolf ist, der die Treppe hochkommt. Oh, die kenne ich. Ups, die kenne ich. Das ist Emma. Die gehört zu mir. Dann ist der Weg frei. Runter. Ja, ich hinke runter und ziehe Emma dann mit. Ja. Der Werwolf, der eben unten noch stand und gesucht hat, ist gerade nicht mehr zu sehen. Irgendwie ist der anscheinend irgendwie verschwunden. Und Jonathan und Melina hören Portia auf einmal aufrühren. Nein! Was denn? Mal in die Richtung. Die Verbindung ist abgebrochen. Drückt so wie wild auf ihrem Handy rum. Tja. Vielleicht hat er keinen Empfang im Keller. Da wo er ist. So machen wir jetzt. Läuft so rechts, links, rechts, links, rechts, links. Warten, uns hier in Deckung halten, in der Hoffnung, dass die da rausspaziert kommen, gleich irgendwann. Das nächste, was passiert, ist, dass die Eingangstür aufschwingt und eine Frau raustorkelt und hinter ihr in der Tür einer der Werwölfe erscheint. Ja, klar. Reise, packe Melina am Arm, renne um die Ecke.
das nächste ist, die, der rammt seine Klinge halt in den Rücken dieses, dieser, dieser Frau, die da gerade rausgetorkelt ist. Die zerfällt zu Staub. Und ihr lauft. Und während Porzer da steht, wie angewurzelt vor dem Werwolf. Was sei denn, jetzt zieht sie mit, dann. Jetzt kommt's, jetzt ist eure Möglichkeit, sie loszuwerden. Das ist unsere Möglichkeit, sie loszuwerden. Ich kann sie wirklich nicht leiden, aber ich krieg die Hölle heiß gemacht von immer, wenn wir nicht auf die aufgepasst haben. Muss ja keiner wissen. Stimmt, muss keiner wissen. Oh, ich würde so gerne. Ne, ich mach nichts. Ich will sehen, wie die gegen den Werwolf kickt und gewinnt. Ich will, dass die sich als Helena offenbart. Das könnte sein. Ja, dafür müsstest du allerdings zu laufen aufhören und zugucken. Nachher der Werwolf. Kann man denn die Straße runterlaufen und irgendwo hinter einem Müllcontainer verstecken, sodass man den Eingang noch sieht? Klar. Ja, dann. Das. Was er sagt. Aber erstmal lauft ihr dann, ne? Ja. Ja. Ja, der, der Werwolf greift, versucht Portia zu greifen, die ihm mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ausweicht. Und dann im nächsten Augenblick aus eurem Sichtfeld verschwindet. Weil sie unglaublich schnell ist. Also so blitz, blitz. Dann kannst du bitte nicht mehr sehen. Der Werwolf guckt sich dann so um, schaut dann in eure Richtung. Sind wir noch nicht hinter dem Müllcontainer? Doch. Schaut trotzdem in eure Richtung. Läuft langsam die Straße runter. Guckt. Während ihr im Hintergrund schon die Sirenen von den Feuerwehrleuten hört. Ja. Ich schließe die Augen und warte, was passiert. Oder höre, was passiert. Ja, der kommt näher. Gucke, wann er. Er macht, hört, der hat, hört so ein. Wurm. Kommt raus, ich kann euch riechen. Ich klicke auf dem Handy die Nummer von Siri an und wähle die, sodass es im Auto in der Nähe klingelt. Mhm. Ja, der guckt sich dann schnell so um. Ja. Und hastet wieder ein paar Schritte zurück zum Auto. Was machen wir, Melina? Uns weiter in Sicherheit bringen, hallo? Weiterlaufen, ja. Gut. Der holt uns sicher ein, aber okay. Okay, ihr lauft. So. Eigentlich riecht nur Jonathan nach Würmen. Nein, ich glaube nicht, Fians. gut. Menschlichkeit 6. Tja. Ist Serie inzwischen wieder da? Ja. Ah, hallo. So, ja, ihr geht die Treppe runter. Siehst, dass halt zwei Vampire William stützen, der sich anscheinend die Beine gebrochen hat. Und ja. Und ja, der Werwolf, der eben noch auf der ersten Ebene auf dem Dancefloor war, wo du direkt dran vorbei gehuscht hast, der ist nicht mehr zu sehen. Und Kritzias ist noch im Keller. Nicht Kritzias, wie heißt er? Prias. Prias. Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist die letzte Info, die du hast. Ja, dann spreche ich die beiden Vampire, die gerade schon William helfen, an. Bringt ihn bitte da raus, zeigt zu dem Eingang, ich muss noch jemanden holen. Okay. Gut. Und dann werden sie William aus dem Fire Exit rausschleppen und gehst die Stairs runter in den unteren Bereich. Mal gucken. Basement hattet ihr auch nicht, ne? Nee, Block. Nur 1, 2 und 3. Dann ziehe ich euch das eben auch noch da rein.
Das heißt, du bist da erstmal in jetzt, kommst links die Treppen runter und bist da erstmal in einem langen Raum, also lange Gerade, die nach unten geht. Das Licht flackert. Da links oben, da bin ich, oder was? Mhm. Habe ich das für die Leute hier auch? Wartet. Nein, noch nicht, aber das lässt sich ja schnell ändern. Super vorbereiteter Spielleiter ist super vorbereitet. Da ist es. So, und Emma erscheint quasi gerade oben links an der Treppe und läuft die langen Gang entlang. Ja. War ich hier unten schon mal? Kenne ich mich hier aus? Ihr wart alle noch nicht im Keller. Unten lief immer Metal. Hallo, ist doch gut. Ich weiß nicht, ob Emma das so mag. Die ist in der Rock School gewesen. Die mag Metal. Na dann. Ja, da denke ich eben einfach erstmal den Gang entlang und suche. Vor allem, da kommt ja dann auch gleich die Menstoilette. Guck mal auf der Menstoilette nach Prias. Ja, siehst du jetzt, die Tür da eingeschlagen ist? Noch mehrere Krallenspuren an der Wand gegenüber der Toiletten. Aber kein Prias. Gut, dann weiter. Jeden Raum, den ich da unten finde, gucke ich an und dann komme ich wahrscheinlich irgendwann in dieses Gewimmel da unten. Ja. Du wirst zwischendurch ein paar Leichen finden von wahrscheinlich dann Blut-Dolls, weil Vampire hinterlassen ja nur Aschehaufen, wenn sie sterben. Das ist total vertrauenserweckend. Ja, aber Prias findest du nicht. Du hörst es aber irgendwo aus dem Tiefen des Kellers irgendwie rumpeln. Ich gehe mal, bevor ich noch tiefer reingehe, an die Seite. Ich weiß ja, dass ich vorhin angerufen wurde. Mhm. Und denke, vielleicht war das Portia, die mir sagen wollte, dass Prias draußen ist. Und ruf mal kurz Portia an. Ja, nimmt keiner ab. Dann rufe ich. Guck. Ja? Guck. Dann gucke ich, wer mich angerufen hat. Das ist ja sicherlich Melina gewesen. Also rufe ich dann Melina an. Melina, dein Handy klingelt. Mit welchem Klingelton? Ja, weil wir das heute so durchziehen. Mit den Klingeltönen, ja, alle. Meins vibriert nur, es hat keinen Klingelton. Ja. Ich gehe ran. Emma, Gott sei Dank. Wieso seid ihr wieder reingegangen? Wir sind lange Geschichte. Ist Portia draußen? War gerade eben, aber es ist ein Werwolf nach draußen gekommen und wir sind alle gerannt. Aber so was ich gesehen habe, ist, dass sie in Sicherheit sich bringen konnte. Er hat sie ist Prias draußen? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber komm bloß nicht durch die Vordertür raus, der ist hier wahrscheinlich immer noch. Alles klar, bis gleich. Bis gleich, hoffentlich. Pass bloß auf dich auf. Ich gebe mein Bestes und dann lege ich auf und suche weiter nach Prias. Wo läufst du genau lang? Na, ich laufe ja erstmal die beiden Toiletten ab.
Und dann ist da so eine Bar, ne? Dann gucke ich da halt an der Bar die Räume ab. Genau, da findest du die Leichen. Genau, und da gucke ich erstmal die Räume ab und aus welcher Richtung höre ich denn das Geräusch, dieses? Ja, von rechts. Also aus dem Labyrinth. Aus dem Labyrinth. Ja, schön. Also die Räume hier samt Old Storeroom und so, die habe ich dann schon abgeguckt, ja? Ja. Findest du nur ein paar menschliche Leichen und ein paar Aschehaufen. Und die Generatoren sind halt teilweise kaputt. Deswegen blinkt hier wahrscheinlich das Licht unten. Der Storeroom ist total zerstört. Okay, und wenn ich die Aschehaufen da sehe, dann drehe ich um und gehe raus. Oder hoch, besser gesagt. Mach mal eine Perception und Alertness. Mach besser Investigation. Perception und Investigation gegen die 9. Fast. Aber die Eins. Mir fällt nichts auf. Gut, wenn mir nichts auffällt, dann mache ich genau das, was ich eben beschrieben habe. So, läufst weiter. Durch das Labyrinth durch. Oder wohin? Nee, ich hatte ja gesagt, wenn ich da die ganzen Aschehaufen sehe und die Geräusche höre und alles da verwüstet ist, dann gehe ich davon aus, dass da unten ein Werwolf ist und der alle Vampire vernichtet hat, auch Priers, und gehe zurück nach oben. Okay. Gehst zurück nach oben? Wahrscheinlich hinten raus aus dem, weil du dann nicht mehr quer durch die, oder weil Melina ja gerade gesagt hat, vorne sollst du nicht rauskommen. Ne, ich gehe erstmal nach oben und dann suche ich mir halt so einen Seitenausgang, so einen Notausgang. Mhm. Ja, läufst nach oben, siehst dann noch auf der Tanzfläche einen, gerade hier einen Vampir, der gerade sichtbar wird, sich so umguckt. Huh? Huh? Und im nächsten Augenblick in Feuer aufgeht. Und zu Asche zerfällt. Wie das denn? Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und laufen. Und raus. Ja. Und so lauft ihr alle in unterschiedliche Richtungen. William wird ja mehr getragen, als dass er irgendwie richtig alleine laufen kann. Und ist aber dann auch in eine völlig, also Jonathan, Melina in eine Richtung, William mit seinen zwei neuen Kumpels in eine andere Richtung, Emma hinten raus in noch eine weitere Richtung. Und so verlassen wir diesen Stream für heute mit 4 oder dann 6 fliehenden Vampiren und einem zerstörten Succubus-Club in die Nacht und bedanke mich bei den Spielern. Und bei den Zuschauern. Und dann beim nächsten Mal schauen wir, wie wir das ganze Schlamassel wieder auflösen. Denn das war der Gegenschlag. Und als ihr das als letzte Szene, das noch zu beschreiben, nach oben schaut auf eurer Flucht, gen Himmel, seht ihr den Mond hinter der Wolke leicht rot anlaufen. Blutmond. Und so sind wir dann heute durch. Auch ohne Würfeln kann man Kämpfe beschreiben. Auch ohne sich an Humanity 7 kann man aber nicht riechen oder kann man sonst irgendwas machen, dran festzuhalten. Spielt man Vampire ganz einfach so aus dem Handgelenk gewedelt nach Koali-Art. Irgendwo hört man ein Wolfsgeheul. Bestimmt, Chris, ja, bestimmt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und
Wie fandet ihr das als Spieler jetzt, ohne dass ihr da jetzt irgendwie groß Chancen hattet, irgendwie mit eurem Würfel? Also ihr habt ein bisschen was sehr gut gewürfelt, aber... Sehr gut. Was, wie du sagst, also selbst ein Puppel-Werwolf mit Zorn 3 hätte in der Runde 3 Aktionen und würde in der Aktion also William und mich locker killen. Also das ja. macht überhaupt keinen Sinn, da zu würfeln. Aber dich zweimal. Mich zweimal, ja. Dreimal. Ja, nee, er hat ja nur 3 Aktionen. Überhaupt keine Chance gehabt, also das war schon gut so. Also man hat ja gesehen, die ganze Glukobus-Club war voll mit Vampiren. Und die meisten älter als wir. Die meisten sind älter als ihr, genau. Und ja, die meisten davon sind nicht mehr. Ja. Zum Thema Feuerball. Feuer macht Werwölfen tödlichen Schaden. Der stärkste Feuerball macht 3 Schaden. Krinos Gestalt hat schon +3, da +4 Widerstand. Der lacht darüber. Ja, braucht man einfach nichts zu würfeln. Ja. Und selbst wenn, macht es halt ein bisschen tödlichen Schaden. Hm. Dann ist er vielleicht tot. Sind noch 4 andere da. Halt pro Runde einen tödlichen Schaden mindestens. Wenn er tot ist, kann er durch Zorn wiederkommen. Also Zorn wird überschätzt. Ja, das mag sein. Bei mir nicht. Ah, okay. Aber Fjans, weißt du, meine Art zu spielen ist das nicht. Gut. Gut so. Allen anderen in der Runde ist das klar, wie ich spiele, glaube ich. Und die mögen das anscheinend auch. Und wenn es dir nicht gefällt, Fjans, dann musst du ja nicht zugucken. Und oder guck mal dazu, vielleicht lernst du was. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Ja. Gut. Ja. Ansonsten schaue ich mal, wie immer, jetzt noch mal ganz kurz, wer denn alles da war sonst. Außerdem. Wen hatten wir denn da heute? Heute sind dabei, Acht Rose ist dabei. schöner Name übrigens. Alune, Apricot, Droop Fruit, Azrael ist da. Hey, cool, Azrael, hallo. Und Chris war ganz, ganz aktiv im Chat, super. Mhm. Commander Root natürlich immer dabei. Drasli, Feramin, hallo. Fjans, hallo. Sayadra, Slowcool, Spoon, Supertank, VNK, Virgoprotz. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wenn ihr das nachschaut irgendwo, dann hinterlasst uns doch ein Feedback. Seid ihr der Meinung von Fjans, dass wir das alles hätten auswürfeln müssen und dass das alles gar nicht funktioniert, wie ich das beschrieben habe? Oder seid ihr, dass das ganz okay ist? Ich bin da echt mal gespannt, also was ihr meint. Schreibt es doch mal. Und, Feedback Challenge. Genau, und ich werde es wahrscheinlich nicht ändern, wie ich spiele, wahrscheinlich, aber ich würde mich trotzdem interessieren, wie das so die Zuschauer sehen. Also, wie es auch ankommt nach draußen, ob man, also, ging ja zwischendrin im Chat ja auch schon mal die Diskussion los, dass es ja trotzdem Spaß macht zu gucken und so. Also, sowas interessiert mich dann auch irgendwie, ob das das ist, was ihr sehen wollt. Wahrscheinlich, weil sonst werdet ihr jetzt nicht mehr hier, aber für die Leute, die auf YouTube gucken. So, und damit sind wir dann für heute raus. Ich bedanke mich nochmal und sage tschüss. Tschüss. Tschüss.